jetzt, da wir alle schon mal ein bisschen in Touch gekommen sind, ne, und uns hier ein bisschen eingegroovt haben, heiße ich euch auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass wir uns alle hier virtuell zu unserem dritten Know-How-Event begrüßen. Und ja, heute geht es um das spannende und auch hochaktuelle Thema Extended Reality. Ja, ihr habt ja schon mal den Stand eurer Kenntnisse in der kleinen Umfrage zu Beginn angegeben. Und ja, ein paar haben mehr Erfahrungen, ein paar, so wie ich, nicht so fundierte Erfahrungen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, da ist heute für jeden was dabei. Und ja, ich freue mich auf ein spannendes Event mit euch zusammen. Dann darf ich euch hier direkt unseren Speaker of the Day vorstellen, Benny Ulsamer. Schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Wir sind schon ganz gespannt, was du uns heute alles erzählen wirst. Ja, Benny ist Projektmanager für Augmented, Virtual und Mixed Reality des XR Hub Nürnberg, weswegen er offensichtlich heute auch als Experte eingeladen ist und uns Teil an seinen ganzen Erfahrungen haben lässt. Unser Speaker ist aber noch viel diverser aufgestellt, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Nebenbei ist er nämlich außerdem noch IT-Ausbilder der ProAct Deutschland GmbH, selbstständiger Social-Media-Berater, Klinik-Clown und Wellness- und Massagetherapeut. Ihr seht, es ist eine sehr wilde, aber auch sehr interessante Mischung, die ihn nicht nur zum kompetenten Speaker, sondern auch zu einem sehr interessanten Menschen macht. Bevor ich das Wort aber an ihn übergebe, möchte ich noch ganz kurz ein paar organisatorische Dinge klären. Wir werden das Fragenmanagement wie folgt handhaben. So sollten bei euch während des Vortrags von Benny Fragen aufkommen, dann könnt ihr sie gerne direkt in den Chat schreiben. Ich unterbreche Benny dann ganz charmant während seines Vortrags und lese sie gerne vor. Ihr seid ja schon ganz bekannt mit dem Chat geworden, da wurde ja schon ordentlich reingepostet. Ansonsten könnt ihr auch gerne virtuell eure Hand heben und ich rufe euch dann auf und ihr könnt direkt mit Benny quatschen und eure Fragen stellen. Ja, ansonsten freue ich mich auf ein interaktives Event. Seid nicht schüchtern, aktive Teilnahme ist hier mehr als erwünscht, wie ihr bestimmt schon gesehen habt. Und ja, dann würde ich sagen, Benny, jetzt bist du dran und wir starten in unser drittes Know-How-Event. Yes, vielen Dank für das schöne Intro. Ja, freut mich hier, wie gesagt, aus dem Nürnberger Wellnessparadies hier zu präsentieren zu dieser sommerlichen Zeit. Vorgestellt wurde ich schon sehr schön. Was mir, wie gesagt, ganz wichtig ist, ist, dass ihr fröhlich interagiert, eure Fragen in den Chat schmeißt oder über die Moderatorinnen einkippt oder sonstiges. Das heißt, um zu testen, wie digital valide ihr seid, es gibt solche Emojis in Teams. Das heißt, ihr könnt ihr Herzchen verteilen, ihr könnt hier Applaus verteilen und ihr könnt hier Gefällt mir verteilen. Also wenn ihr zu jemandem auf die virtuelle Bühne kommt, dann erwartet man immer schon so, dass da schon ein bisschen die Herzchen fliegen und die Claps kommen. Das heißt, ich möchte einfach nur die Aufmerksamkeit, dass auch jeder wach ist und hier nicht irgendwie nebenbei schön grillt und der Monitor ist hier aus und ich sehe hier gar nichts. Also das heißt, ich würde jetzt gerne einmal eine Gegenprobe machen. Das heißt, wie viele sind wirklich wach? Die geben mir bitte ein Daumen nach oben. Wie viele mögen es jetzt schon? Die geben mir ein Herz. Wie viele wollen klatschen, ohne wirklich zu klatschen? Und wie viele lachen sich gerade schäbig? Ich bin gespannt. Ah, der reale Daumen nach oben ist natürlich schön. Oh, ich sehe ein Smiley von FB. Jawohl, es sieht gut aus. Jawohl, realer Daumen. Es wird geklappt. Aha, oh, da geht die Hand nach oben. Sehr schön. Jawohl, Klaus, Daumen nach oben. Sehr schön. Das sieht sie sehr gut. Sehr gut. Wo man die Gimmicks findet, oben in der Leiste bei Teams neben der Sprechblase, da ist so ein Smiley mit so einer Hand, die nach oben geht. Da könnt ihr einmal draufdrücken. Dann sehe ich auch, dass ihr da unterwegs seid. Genau. Hier einige. Habt ihr eine Frage? Dann Robert Brunner, oder wolltest du nur so einen Test, ob das klappt mit der virtuellen Hand? Ansonsten, Robert Brunner, kannst gerne deine Frage stellen, wenn du schon eine hast. Gerne unmuten, ansonsten legen wir los. Ja. Ich finde das sehr schön. Das stiftet gleich am Anfang Verwirrung in dieser digitalen Welt. Mag ich. Damit können wir starten. Das heißt, ich share meinen Bildschirm. Und dann springe ich hier auf meine PowerPoint-Präsentation und wir legen los. Was mir wichtig wäre, bitte gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr die Präsentation sehen könnt und mich gut sehen und hören könnt. Jawohl, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Das heißt, wenn es bei einem nicht klappt, dann haben wir das IT-technisch auch geklärt. Es liegt nicht an mir, es liegt an euch. So, das wäre auch geklärt, direkt durch die vielen Daumen hoch. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Ulsamer, ich bin vom XR Hub Nürnberg.
Wir sind im Grunde das XR-Kontaktnetzwerk der Metropolregion Nürnberg und ich möchte euch heute in 90 Minuten, ich habe gesehen in der Umfrage, viele sind noch sehr neu in dem Thema, einfach so einen kompletten Einstieg geben, die Technologie erklären und einfach zeigen, was heute schon alles so funktioniert. Ich werde mit ganz vielen Praxisbeispielen quasi hingehen und werde euch zeigen, welche Lösungen es heute schon gibt. Ja, der XR-Hub Nürnberg, wir sind ein kleines Team aus 4 Leuten. Das Projekt gibt es seit Anfang 2020, erstmal befristet mit 2 Jahren bis zum Ende 2021, also dieses Jahr. Ich bin da im Einsatz als Projektmanager, teile mir eine Stelle mit der Julia Wittmann. Wir hängen am sogenannten NIC e.V. NIC e.V. ist quasi ja, das Netzwerk der Digitalwirtschaft in Nürnberg. Das heißt, das gibt es seit 25 Jahren und das sind so alle IT-Firmen, die so Rang und Namen haben da drin. Und wir werden natürlich auch gefördert von der Wirtschaftsförderung Nürnberg, einfach um da in der Region was zu reißen. Ja, was habe ich vor? Als erstes möchte ich erklären, was ist eigentlich XR? Dann gehe ich so ein bisschen rein, wie ist der XR-Hub entstanden, was sind die Ziele? Und dann habe ich ganz viele Beispiele aus allen möglichen Bereichen dabei, um euch zu inspirieren, um zu zeigen, was da schon geht und dass das nicht noch eine Nische ist, sondern dass das auch wirklich vor der Tür steht. Und am Ende werde ich ein bisschen über den Ausblick sprechen, was kommt da noch so auf euch zu. Das heißt, wir legen los. Was ist XR? XR ist im Grunde der Überbegriff für mehrere unterschiedliche Technologien. Also das heißt, XR ist der Begriff für Extended Reality, ist quasi der Überbegriff für die komplette Bandbreite der Virtualität. Und da gibt es was Schönes, das ist das Reality Virtuality Continuum bei Milgram. Der hat es ziemlich gut aufgemalt und zwar folgendes. Wir haben einmal auf der linken Seite, ich hoffe meine Kamera ist nicht spiegelverkehrt, auf der linken Seite seht ihr die eigentliche Realität oder das, was wir als Realität bezeichnen. Das andere Extrem, ganz auf der rechten Seite, ist die Virtual Reality. Das kennt ihr mit diesen virtuellen Brillen. Ich habe vielleicht Controller. Und das heißt, da wird einmal die Realität komplett ausgeblendet. Das heißt, ich bin nur noch in dieser virtuellen Welt. Ich tauche da vollkommen ein und ich habe keine Überschneidung mehr mit der realen Welt. Alles, was da dazwischen ist, ist die sogenannte Mixed Reality. Und zwar unterscheiden wir hier zwischen der sogenannten Augmented Reality und der Augmented Virtuality. Augmented Reality müsst ihr euch so vorstellen, ist eigentlich, ich habe die reale Welt und dann habe ich zum Beispiel ein Pokémon Go und da platzieren sich digitale Objekte in diese reale Welt mit rein. Augmented Virtuality geht eigentlich in die andere Richtung. Ich habe zum Beispiel eine, ja, komplett virtuelle Küche und in diese virtuelle Küche kann ich meine reale Kaffeetasse platzieren. Dann sprechen wir von einer sogenannten Augmented Virtuality, also in die andere Richtung. Mixed Reality geht für viele, da gibt es Begriffdefinitionen noch weit auseinander. Ich beschreibe es immer so, dass Mixed Reality ein bisschen cleverer ist. Nämlich stellt euch vor, ihr habt eine virtuelle Kaffeetasse und ihr habt jetzt eine Couch und es geht hinter die Couch. Wenn ihr diese Kaffeetasse abstellen wollt, dann kommt es auf die Intelligenz der Software an. Entweder ich kann die Kaffeetasse nur quasi überblenden, also über die Realität, oder es findet auch eine Interaktion zwischen Realität und quasi den virtuellen Objekten statt. Sprich, ich kann hingehen und kann diese Kaffeetasse nehmen und je nachdem, wo ich sie platziere, kommt sie auf das Sofa oder kommt hinter das reale Sofa. Also das heißt, es ist so ein bisschen intelligenter und dann vermischen sich quasi diese beiden Welten. Eine einfache Definition, VR, ich sehe keine reale Welt, ich habe keine virtuellen Objekte, ich habe keine Interaktion, also ich bin komplett einmal in dieser eigenen Welt. Dann spreche ich von Virtual Reality oder VR. Augmented Reality, ich sehe die reale Welt ist da, sie wird angereichert mit virtuellen Objekten, aber so eine wirkliche Interaktion mit dem Inhalt zwischen den zwei Welten funktioniert nicht. Und bei MR, da interagieren wir quasi mit der realen Welt. Ich habe viele Beispiele dabei, ihr könnt in eurem Kopf dann einfach mal sortieren, was vielleicht in welche Schiene passt. Kommen wir zur Hardware, weil dadurch wird recht schnell festgelegt, welche Use Cases sich abbilden kann und was die unterschiedlichen Einsatzszenarien sind. Ich fange links an, Virtual Reality, also alles, was jetzt mit diesem kompletten Eintauchen zu tun hat. Das eine, das günstigste ist so ein Google Cardboard, ist so ein faltbarer Karton im Grunde. Ich kann mein Handy nehmen, also jedes Smartphone, Android, iPhone und so weiter kann das. Und dann kann ich mir quasi so 360-Grad-Videos mit so 2 geteilten Linsen quasi vorstellen. Ich schiebe mein Handy da rein, ich setze dieses Cardboard auf und ich kann schon 360-Grad-Content quasi sehr günstig konsumieren.
Wer es noch nicht gemacht hat, ich kann es empfehlen, einfach so ein Cardboard für 2 bis 5 Euro mal nehmen und dann macht man mal so, keine Ahnung, Pinguine in der Antarktis-Video an, stellt sich einfach mal rein und man hört dann die Pinguine um einen schnattern und man steht plötzlich einfach so in der Herde von, keine Ahnung, 2000 Pinguinen. Für die Hardcore-Leute, da kann man so ein Red Bull Basejump-Video oder so anschauen, dann ist man gleich voll dabei und kriegt so ein erstes Gefühl, was so alles da funktioniert. Was der Nachteil da ist, ich habe eine schöne Verbreitung, allerdings ich kann irgendwie keine Interaktion machen. Also es ist ein reiner Konsum quasi, den ich da habe, oder ich kann mit Augensteuerung quasi mich bewegen. Was es dann gibt, sind die sogenannten PC- oder PSVR-Headsets. Das heißt, ich habe einen leistungsstarken Rechner und da schließe ich dann quasi meine Hardware an. Also das heißt, mein Ausgabegerät ist quasi VR. Wir haben bekannteste Beispiele Oculus Rift oder auch die Valve Index. Die kam jetzt über Half-Life Alyx rein und so weiter. Oder ganz klassisch die Konsolenspieler, die PlayStation VR. Was da natürlich der Vorteil ist, ich habe richtig gute Rechenpower, ich kann richtig hoch auflösen, ich kann viel Interaktion machen, ich könnte mir einen ganzen Raum nehmen und damit interagieren. Ich habe eigentlich so die beste Qualität, die ich haben kann, wenn ich solche Erlebnisse ja kreieren will oder Beispiele damit machen will. Nachteil davon, das Zeug ist schwer, das Zeug ist nicht transportabel, also das heißt, ich brauche irgendwie eine Fläche und ich brauche irgendwie ein intelligentes Konzept. Deshalb, was boomt gerade so im Endconsumer-Markt oder auch in dem Erlebnismarkt, da kommen wir links unten in die Ecke, nämlich die sogenannten All-in-One-Headsets. Und zwar sind es die sogenannten Oculus Quest, mittlerweile die Oculus Quest 2. Also ist ein Unternehmen von Facebook, das war ein paar Mal in den Nachrichten, man braucht jetzt einen Facebook-Account, um diese Brille nutzen zu können und so weiter. Aber diese Brille läuft autark. Also das heißt, in dieser VR-Brille ist die komplette Rechenpower mit drin und ich kann mich im Grunde im Raum frei bewegen oder ich kann meinen Raum abstecken und ich kann diese Brille mobil überall mit hinnehmen. Das heißt, ich muss meinen Rechner nicht rumtragen oder sonstiges, sondern die ganze Technik ist tatsächlich in dieser Brille. Es ist quasi alles da. Kostenpunkt ungefähr 450 Euro, also das heißt, wir sprechen hier auch nicht mehr von, keine Ahnung, mehreren tausend Euro, sondern das ist mittlerweile im Mainstream quasi angekommen. Das die Virtual Reality Hardware. Je nachdem, welchen Use Case man macht oder realisieren möchte, muss man sich vorher in Virtual Reality immer Gedanken machen mit, was brauche ich an Power, was ist mein Use Case, brauche ich Interaktion, an wie viele Leute muss ich kommen und so weiter. Und da ist quasi die Hardware-Auswahl sehr entscheidend. Kommen wir zum Punkt Augmented und Mixed Reality. Da verhält sich das Ganze ein bisschen anders. Wir sprechen da eher vom Consumer-Bereich und vom Enterprise-Bereich. Consumer-Bereich, ganz klassisch das, was ihr hier kennt. Ich werde euch dann zum Beispiel machen, oh, es wird gerade in der Sauna ausgeblendet, das ist sehr gut. Ein Smartphone oder ein Tablet. Das heißt, was ist da das Schöne dabei? Jeder hat die Rechenleistung quasi mit dabei. Man hat es in der Hosentasche, man hat eine Kamera, um die reale Welt quasi aufzunehmen und man hat ein Display, um die Ausgabe entsprechend herzukriegen. Das heißt, um die reale Welt anzureichern, reicht in der Regel ein Smartphone und ein Tablet. Das heißt, wer da eine Anwendung schreiben will oder ein Use Case und er möchte möglichst viele Menschen erreichen, ist natürlich in dem Smartphone- oder Tablet-Markt sehr gut aufgehoben. Wenn man ein bisschen weitergeht und man denkt jetzt an Business Cases, dann wird es zum Beispiel, wenn ich jetzt in eine Maschinensteuerung gehe und ihr stellt euch jetzt einfach mal vor, ich mache eine Remote-Schulung an einer gefährlichen Maschine und ich will da virtuelle Objekte einblenden. Dann wäre es sehr doof, wenn der Maschinensteuerer so mit seinem Smartphone so davor steht und langt irgendwie arbeitstechnisch so in die Maschine rein, herzlichen Glückwunsch, Finger ab, wäre ziemlich doof das Ganze. Deshalb sprechen wir von sogenannten Augmented Reality oder Mixed Reality Brillen. Was ihr hier auf der rechten Seite in der Folie seht, es gibt einmal die Microsoft HoloLens 2, das ist so die bekannteste am Markt. Von Google gibt es die Google Glass oder zum Beispiel eine Magic Leap One. Diese Dinger sind ein bisschen teurer, die kosten so zwischen 2.000 und 5.000 Euro eine. Also da haut schon mal ein bisschen arg rein quasi. Aber damit ist es möglich, dass man quasi zum Beispiel mit der HoloLens, man hat zwei Displays, man bekommt Hologramme angezeigt, man bekommt Realitäten übergeblendet, man kann mit Sprache steuern, es gibt 3D-Sound oder komplett räumlichen 360-Grad-Sound und ich kann zum Beispiel mit Gesten das Ganze bewegen. Und es stört mich natürlich nicht. Also das heißt, ich bewege mich ganz normal, wie ich bin und ich kann mir einfach Instruktionen quasi auf das Glas geben lassen. Habe ich ein paar schöne Beispiele dabei. Was natürlich sehr genial ist. Ja,
das mal die Basics. Also was ist Virtual Reality, was ist Augmented Reality, was ist Mixed Reality und warum ist es wichtig, sich Gedanken über die unterschiedliche Hardware zu machen. Gibt es dazu Fragen? Dann raus damit. Also tatsächlich hätte ich kurz eine, beziehungsweise ja, eine Verständnisfrage. Also ich habe tatsächlich immer gedacht, dass Virtual Reality, also das komplette Ausblenden der Realität sozusagen in der technischen Umsetzung viel komplizierter, aufwendiger und dann auch kostenintensiver ist. Aber wenn man da jetzt mal die Hardware, die Brillen, die du uns gezeigt hast, sieht, verglichen mit den Augmented Reality Brillen, ist das ja preislich, ist es ja gerade andersrum. Also es genau, ist viel schwieriger, virtuelle Aspekte sozusagen mit der Realität zu verbinden in der technischen Umsetzung? Oder woher kommt so dieser riesige Preisunterschied? Der riesige Preisunterschied kommt daher, dass im Grunde bei den VR-Brillen, die wir jetzt hier in dem Konsumermarkt haben, also ich nehme jetzt die All-in-One, habe ich gemacht für 450 Euro. Du zahlst wirklich 450 Euro und du hast alles dabei. Kommt aber hauptsächlich aus dem Gaming-Segment. Ich zahle dann für jede App 20 bis 30 Euro. Aber für mich als Endkonsument bin ich da sofort dabei. Also da ist alles drin. Wenn wir jetzt aber von professionellen Anwendungen sprechen, die wirklich grafikintensiv sind, die wirklich eine Immersion haben, also ein Eintauchen in diese Realität, dann reden wir jetzt von den Brillen, die hier auf der rechten Seite sind in der Folie. Die fangen irgendwo bei 800 bis 1000 Euro an, also die VR-Brillen. Was man aber noch nicht hat, ist der leistungsstarke Rechner. Okay. Der ist natürlich da nicht dabei, weil den brauche ich natürlich auch noch. Was natürlich bei diesen Glases nicht der Fall ist, weil die haben irgendwie immer eine Verarbeitungseinheit dabei oder es gibt einen Bundle, sodass der Gesamtpreis sich ziemlich im Enterpreis gleich bleibt. Was natürlich in allen Technologien gerade das einfachste Verbreitungsmedium ist, ist natürlich das, was wir hier auf der linken Seite sehen. Also Augmented Reality mit Smartphones oder Tablets. Ich nehme immer das Beispiel Pokémon Go. Das heißt, jeder ist rumgelaufen in der Realität. Es wurden Objekte angereichert. Warum ging's? Weil jeder gottverdammt so ein Smartphone hat mittlerweile und die Rechenleistung entsprechend da ist. Somit fällt so dieser 1:1 Hardware-Vergleich sehr schwer. Wenn ich über solche Technologien spreche, geht es eher darum, was ist der Nutzen, den ich davon habe? Und ich werde später zum Beispiel ein Beispiel aus der Industrie nehmen und da wird man feststellen, dass diese 3000 Euro für eine HoloLens geschenkt sind. Es kommt halt immer darauf an, was ich für Use Cases quasi habe tatsächlich. Logisch, ja, klar. Nee, danke schön. Sehr gut. Weitere Fragen? Immer raus damit. Genau, gerne in den Chat oder virtuell die Hand heben. Ansonsten, wenn keine Fragen kommen oder euch später nochmal eine dazu einfällt, genau, jederzeit einfach rein. Mir ist wichtig, ich habe immer zwei Ziele bei so einer Präsentation. Jeder geht ein bisschen schlauer raus, als er vorher war. Und das zweite ist, jeder hat ein bisschen Spaß gehabt. Zwischenfrage, habt ihr Spaß? Dann dürft ihr das mit Emojis jetzt gerade mitteilen. Ich bin gespannt. Das ist wieder der Gegencheck, ob jeder noch da ist oder irgendwie gerade schon wieder am Grill verschwunden. Ja, Daumen geht hoch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl, sehr gut. Also, 10 sind noch da. Jetzt kommen auch Emojis im Chat einwandfrei. Also wir haben sehr gut, jawohl, Emojis im Chat, sehr gut. Ja, okay. Entstehung des XR-Hub. Viele denken, dass diese VR-Technologie und so ziemlich neu ist. Das ist nicht so. Also das heißt, wenn man so in den Gartner Lifecycle-Quadranten geht, da gibt es ja immer so einen Hype von der Technologie. Dann wird man einmal abgeschält, sie wird wieder so, die Depression kommt und dann steigt es langsam wieder an. Und seit 2016 befinden wir uns quasi wieder auf diesem aufsteigenden Ast. Also wir gehen in Richtung des Hypes. Seit 2017 gibt es tatsächlich das VR-NÜ Unternehmensnetzwerk schon, eben gegründet von der IHK, der Wirtschaftsförderung und der NIC. Haben auch jedes Jahr immer eine Veranstaltung, also so eine Tagesmesse, VR in Nürnberg, VR Day und im Rahmen des Digital Festivals im Jahr 2019 gab es auch eine komplette Ausstellung, wo man alle diese Lösungen mal testen konnte. Ja, das heißt, das Ganze gibt es schon länger und auch in Nürnberg gibt es schon das Ganze wesentlich länger. Von der Organisation her ist das Ganze so aufgeteilt, der XR, habe ich jetzt gesagt, 2 Jahre befristetes Projekt, hängen an der NIC. Es gibt aber einen kompletten XR-Hub Bavaria. Das heißt, es gibt einmal einen Standort in Würzburg, der ist an der Uni Würzburg, die sich so mit Forschung und Lehre beschäftigen. Es gibt die Münchner, die kümmern sich so um die Medien und die Internationalisierung oder beziehungsweise auf die bundesweite Streuung. Und wie ich schon gesagt habe, wir sind gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales und für die von der Wirtschaftsförderung.
Die Judith Gerlach steht da auch voll da drauf. Also das heißt, auch unsere bayerische Digitalministerin, die sagt hier, die Möglichkeiten sind fast grenzenlos und das versuche ich euch in diesem Vortrag ein bisschen klar zu machen und einfach auch zu sagen, was die entsprechenden Ziele sind. Also der XR Hub, wir selbst haben das Ziel quasi, die Unternehmen und die Lösungen aus unserem Netzwerk bekannter zu machen, zu promoten, zu zeigen, was schon geht und quasi allen anderen klar zu machen, warum diese Technologie Technologie der Zukunft ist, warum man sich die anschauen sollte, warum man das Ganze braucht. Und wenn ihr es nicht tut, habt ihr echt ein Problem. Und das ist das Spannende, ich werde euch auch Beispiele bringen, ihr werdet quasi gezwungen, in Zukunft diese Technologie zu nutzen, auch wenn ihr es nicht wollt. Also das ist schon mal das Schöne, schön, dass ihr da seid, ihr habt den Zug nicht verpasst, ihr seid genau im richtigen Abteil und ihr fahrt genau in die richtige Richtung. Yes! Ja, wir haben das Ganze aufgeteilt in folgende Zielbranchen. Wo macht es Sinn oder wo ist verstärkt AR, VR und MR im Einsatz? Ich werde zu allen Branchen Beispiele bringen. Also das heißt, vor allem im Bereich Ausbildung kann ich das sehr schön einsetzen. Die Marketingleute können abgefahrene Sachen machen. Also das, was ich in der Realität nicht tun darf, kann ich plötzlich tun. Es wird spannend. Ich habe im Handel Sachen. Es kommt klassisch aus dem Gaming-Bereich natürlich ein Riesenmarkt. Tourismus, Kultur. Was kann ich im Gesundheitswesen machen, also auch für die Inklusion von Menschen und auch natürlich in der Industrie, wo es schon sehr stark im Einsatz ist. Und somit, let's go zu den Business-Beispielen. Und zwar kommen wir an das Beispiel, das gleich jeder machen darf. Jeder kennt ja die tolle Google-Suche. Also das heißt, jeder hat so ein Smartphone parat. Und ich bitte euch jetzt, euer Smartphone oder Tablet zur Hand zu nehmen. Und dann einfach mal in eurem Browser in der Suche entweder Giant Panda einzugeben, ihr könnt auch Tiger eingeben, ihr könnt auch Schildkröte eingeben. Mittlerweile gibt es auch Dinosaurier, also wer mehr so auf Tyrannosaurus Rex steht, kann das gerne jetzt hier in sein Smartphone einmal eintippeln. Und dann macht ihr mal, zeigt mir die Suchergebnisse an. Und dann werdet ihr feststellen, dass beim Giant Panda oder beim Tiger oder bei, keine Ahnung, beim Hund, das plötzlich kommt in 3D ansehen. Da müsste so ein Knopf in euren Suchergebnissen sein. Schaut einfach mal nach. Also Tiger zieht meistens oder Giant Panda. Ich habe hier das Beispiel auch nochmal gemacht. Wenn ihr den Tiger drückt und ihr drückt dann auf in 3D anzeigen, dann wird eure Kamera aktiv und die sucht nach irgendeinem Boden oder einem freien Bereich, wo es diesen Panda oder Tiger platzieren könnte. Das heißt, ihr nehmt dann euer Smartphone und haltet es irgendwo auf den Boden, wo genug Platz ist und hoffentlich gut beleuchtet. Und dann sollte euch dieser Tiger oder Panda oder Igel oder Schildkröte, sollte euch dann als virtuelles Objekt in eurer Realität angezeigt werden. Könnt ihr mir mal so einfach auch wieder irgendwie im Chat so ein Feedback geben, bei wem jetzt was gerade in der Wohnung sitzt, dass ich weiß, dass das auch funktioniert hat? Also was ein schönes Experiment ist, ist zum Beispiel, wenn ihr einen Topf auf den Herd stellt und ihr gebt Schildkröte ein und platziert die Schildkröte in der kochenden Suppe oder so. Sieht sehr gut aus, ist sehr kreativ, kann man machen. Also mich würde einfach interessieren, bei wem stehen schon die Tiger in der Wohnung? Der Panda sitzt auf dem Sofa. Sehr cool, Jens, das freut mich. Du kannst auch gern, wenn du Kinder hast, eine Schlange platzieren. Kommt auch immer sehr gut. Die erschrecken ziemlich stark, also die glauben auch das, was sie sehen. Also Schlangen sind auch sehr beliebt auf der Couch. Und wer ganz mutig ist, darf dann natürlich auch den Panda streicheln, Selfies machen oder sonstiges. Hab einen Panda in der Wohnung, Claudia. Sehr schön, das freut mich. Ich verteile Pandas. Bei wem hat es nicht geklappt? Gegenfrage. Na, die Folien gibt es im Nachgang. Das heißt, ihr dürft dann ganz, ganz viel Zeit damit verbringen. Warum das Ganze? Das sieht jetzt nach einer schönen Spiel. Mein Panda schwebt über dem Bett. Auch nicht schlecht. Vielleicht hilft es beim Einschlafen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr habt genug Eukalyptus dabei, dass die hier nicht gefräßig werden und hier randalieren in der Wohnung. Ja, wofür das Ganze? Zurück zum Serious Business. Google in den Suchanzeigen. Jeder weiß, wenn ich im Online-Marketing unterwegs sein will, kämpft jeder um die höchsten Plätze bei der Suchmaschinenoptimierung beziehungsweise um in Suchmaschinen möglichst weit oben zu sein. Was Google als Beta-Phase rausrollt oder bereits rausgerollt hat, ist Folgendes. Es ist möglich, dass ich meine Produktbilder quasi direkt in der Google-Suche platziere und dann natürlich der Kunde entsprechend wesentlich schneller auf meine Produkte kommt.
Ich habe hier zwei Beispiele, die ihr auch gerne googeln könnt. Worum geht's mir? Ich habe mir neulich gedacht, ich brauche eine neue Handtasche. Und ich habe mir gedacht, diese Burberry Medium Lisa TB Bag, das ist doch meine Handtasche. Die $2,390, ha, ist doch geschenkt. Aber bevor ich mir die kaufe, habe ich mir gedacht, ich hoffe, diese Handtasche, die passt zu meinem Notebook, die passt zu meinem Küchentisch. Ich muss mir das jetzt mal hier genauer anschauen. Also gebe ich einfach ein, Burberry Medium Lisa TB Bag in 3D ansehen. Ich habe die Handtasche platziert und natürlich, man sieht's. Sie passt natürlich nicht zu meinem Notebook farblich und ich habe sie mir leider nicht gekauft, weil mir die Farbe nicht gefallen hat. Ja, was heißt das Ganze? Im Grunde, wir haben jetzt zum Beispiel Corona und es geht immer darum, ich kann nicht in den Einkaufsladen und ich kann nicht einkaufen. Ja, aber warum bringe ich denn nicht einfach mit dieser Technologie den Point of Sale zum Kunden? Was meine ich damit? Ich mache noch ein Beispiel. Stellt euch vor, Modeindustrie. Ich gehe hin, ich möchte mir Schuhe bestellen. Dann sehen die Schuhe schon mal nicht schlecht aus. Ich würde es aber gerne mal an meinen Fuß sehen. Und da gibt es schon die erste Software, da gehe ich einfach mit meinem Handy hin. Ich halte mein Handy über meinen Fuß und dann wird dieser Schuh quasi virtuell einfach in Augmented Reality über meinen Fuß gestülpt. Also das heißt, ich kann mich schon mal hinstellen, ich kann von oben drauf schauen, ich kann mir den seitlich anschauen, ich kann mir den links anschauen und kann schon mal schauen, naja, wie sieht der Ganze denn aus? Und jetzt kommt noch die schöne Nachhaltigkeit dazu. Er hat in der Optimalkonfiguration meinen Fuß ausgemessen, quasi dieses Tool oder die Kamera. Und ich schlägt mir auch gleich die passende Schuhgröße vor. Das heißt, ich bestelle nicht mehr drei Paar Schuhe. Die drei Paar Schuhe werden rübergeschickt. Davon schicke ich zwei Paar Schuhe wieder zurück. Das heißt, ich habe einen riesengroßen Mehrwert und ich kann natürlich auch ganze Lieferketten oder Prozesse optimieren, indem ich einfach wesentlich genauer schon in die Analyse gehe mit dieser Technologie oder das Ganze entsprechend erweitern. Genauso natürlich, ich will mein Lieblingsoutfit zusammenstellen, kann ich mich von Spiegel stellen, irgendwann, ich ziehe mir diese virtuelle Kleidung an, ich kann mir das Ganze anprobieren und schon bestelle ich das schön zusammenhängende ja, Kostümchen für den nächsten Abend oder den nächsten Smoking, der einfach am besten zum royalen Motto passt. Also all das sind Möglichkeiten, die ich damit machen kann. Ich galoppiere weiter durch die Beispiele. Alle geben Google problemlos Zugriff auf die Kamera und so weiter, sagt Susanne. Ja, sollte man immer hinterfragen. Klar, Datenschutz und so weiter ist natürlich bei dieser Technologie ganz wichtig. Da gab es auch mit den Google Glasses schon Probleme oder mit AR Glasses. Das Thema Datenschutz ist da ganz wichtig. Können wir gerne am Ende nochmal diskutieren. Wir vom XR Hub haben zum Beispiel auch im Mai eine Veranstaltung AR, VR und Recht. Also wem gehört die virtuelle Realität tatsächlich? Sehr spannendes Thema, was da alles bezüglich Recht möglich ist. Ich habe das nächste Use Case Beispiel. Ist auch eine Augmented Reality Sache. Jeder kennt es. Mich nervt es ab. Ich habe sonst immer solche Visitenkarten gekriegt. Ich weiß nicht, wer hat noch Visitenkarten? Hat noch jemand Visitenkarten? Gibt es sowas noch? Bin ich einfach zu modern? Ich weiß nicht. Also ich habe Xing, LinkedIn, Twitter, da ist das alles digital. Wenn es solche Visitenkarten gibt, ich weiß, was mein Problem damit war. Da steht dann so ein toller Titel. Ich bin Chief Instructor of was weiß ich. Und ich sehe dann diese Karte und frage mich, ja, für was kann ich den jetzt fragen? Was kann der? Das heißt, auf dieser kleinen Karte ist einfach viel zu wenig Information. Aber wir haben ja gelernt, ich kann ja irgendwie mit digital, könnte ich das Ganze anreichern. Und deswegen habe ich hier ein Beispiel. Und zwar die sogenannten Business Cards, die Air Cards. Ich habe eine Businesskarte, ich halte mein Handy drauf und was ihr hier jetzt seht, ich habe den Sound ausgemacht, dann fängt quasi dieser Kopf an, sobald ich mit dem Handy drauf bin, einfach zu erzählen. Der kann einen Firmenpitch machen, der kann sagen, warum er ihn anrufen soll, ich kann dynamisch Inhalte verteilen über die Cloud und ich könnte zum Beispiel sagen, dass er einfach erklärt, für was er da ist, was er tut, was die gerade aktuellsten Angebote sind und. Das heißt, ich schaffe es, ohne mehr Platz zu verbrauchen, wesentlich mehr Informationen da reinzupacken. Das ist jetzt eine sehr einfache und eine sehr flache Realisierung. Was ich natürlich auch machen könnte, wäre, dass ich mir einen 3D-Avatar erstelle. Ich lasse mich mit 3D einscannen. Man dreht die Karte auf den Tisch und dann kommt einfach als überblendetes Objekt ich als kleiner 3D-Avatar und halt die komplette Firmenpräsentation eine Viertelstunde. Auch das wäre durchaus möglich, auch das ist durchaus gangbar. Und schon wird aus so einem langweiligen Print-Objekt kommen richtig viele schöne Informationen raus und es wird wesentlich weiter ja, angereichert und spannender. Das Zweite, was man realisieren kann mit solchen Technologien, was jetzt in der Realität nicht funktioniert. Und da kann man einfach mal den Kopf aufmachen und mal überlegen, welche Möglichkeiten man hat. Gibt es hier erste FC Nürnberg-Fans? Oh, keiner? Oder darf man das nicht zugeben derzeit?
Da. Ja. Gegenprobe, ja. Gibt es Greuther Fürth-Fans? Heikles Thema, Benni. Heikles Thema, ich bin gespannt. Kommen mehr Ja's als beim Club? Ich habe 2 Ja's für Clubfans. An alle Fürther, ihr seid jetzt motiviert, wenn ihr 3 Ja's hinkriegt. Hätte Fürth Nürnberg geschlagen im Chat? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, okay. Wir haben 2 Clubfans, sehr schön. Ja, was ist das Problem? Das Problem ist, es geht um die sogenannten Stars. Ich kann meine Stars nicht erreichen. Es gibt irgendwelche Dinge, die hätte ich gerne, aber ich kriege keine emotionale Bindung dahin. Das heißt, was haben sich die Dallas Cowboys überlegt? Und das ist natürlich sehr einfach übertragbar. Die haben sich überlegt, ich möchte mehr Nähe zu den Fans und ich möchte einfach mehr emotionale Bindung da irgendwie hinkriegen. Das heißt, was ist passiert? Die sind hingegangen, haben sogenannte Fotoboxen aufgestellt und... Yes. Und da kann ich hingehen und kann mir meine Stars zusammenklicken, mit denen ich gerne auf einem Bild wäre oder mit denen ich gerne ein Selfie hätte. Das heißt, die klicken sich hier ihre Stars zusammen. Danach drücke ich auf OK. Der Fan stellt sich quasi in die Kamera und alle diese Spieler platzieren sich passend um den Fan. Also ihr seht hier, er stellt sich. Let's get into position. Und jetzt sieht man, wie durch Zauberhand kommen quasi einmal alle Spieler, platzieren sich einmal sehr realistisch um ihn herum und es gibt ein sehr cooles Selfie mit seinen Stars. Schöne Gamification, aus Marketing-Sicht genial, weil wenn ich dieses Bild jetzt haben möchte, muss ich eine E-Mail-Adresse eingeben, damit ich mir dieses Bild zuschicken lassen kann. Geile Kampagne, sehr emotional, sehr nah, sehr individualisiert und dadurch schaffe ich es natürlich, den gewissen Aha-Effekt und mehr Emotionalität in das Ganze reinzubringen. Das heißt, darum geht's. Ich kann mit diesen Augmented Virtual und Mixed Reality Technologien wesentlich mehr Emotionalität und wesentlich mehr Bindung reinbringen. Ja, hier eine Highlight-Kampagne aus Brasilien, ist eigentlich meine Lieblingskampagne. Und zwar, jeder kennt den Beef zwischen Burger King und McDonald's. Und Burger King in Brasilien hat sich gedacht, oh, mir gehen diese McDonald's-Plakate tierisch auf den Sender. Ich würde die am liebsten abfackeln. Gesagt, getan, ich lasse das Video laufen. Das heißt, was kann man machen? Burger King hat sich überlegt, ich schreibe in meine App einfach rein, liebe Leute, wenn ihr ein McDonald's-Plakat abfackelt, wären wir euch sehr verbunden. Das heißt, die sind hingegangen, sind in die Burger King-App und haben einen Teil reinprogrammiert, der nennt sich Burn That Ad. Das heißt, die User konnten da draufklicken, konnten diese Funktion aufrufen, die Kamera wurde aktiv und dann, sobald die hingegangen sind, und man sieht hier, hier sind alle McDonald's-Bilder, das heißt, sei das ein Internetbild von McDonald's, sei das ein reales Plakat, sei es im Restaurant selbst, sei so ein Gutscheinheft, sei sonst irgendwas, haben die in eine Bilddatenbank importiert und haben gesagt, sobald dieses Handy auf eines dieser Bilder kommt, startet eine Animation und fackelt dieses Plakat oder dieses Gutscheinheft digital ab. Schönes Gimmick, tolle Aktion, aber jetzt kommt der Clou. Was haben sie danach gemacht? Wenn das Ding abgefackelt war, kam aus dem Hintergrund raus ein Gutschein für einen kostenfreien Whopper. Also das heißt, jeder, der ein Plakat abgefackelt hat, hat einen Gutschein für einen kostenfreien Whopper. Das heißt, man ist in den nächsten Burger King, man hat nicht nur das Konkurrenzplakat abgefackelt, sondern man hat sich gleich noch mit so einem Whopper belohnt. Und das Schöne war, ja, das Upselling-Potenzial ist wirklich super, ne? Wollen Sie noch eine Apfeltasche dazu oder darf es noch eine Cola sein oder vielleicht eine Pommes dazu? Das heißt, Sie haben es mit dieser Aktion geschafft, extrem viral zu gehen. Sie haben 400.000 Ads abgefackelt. Sie sind innerhalb kürzester Zeit auf Platz 1 nach oben. 54% mehr In-App-Sales und es gab 1 Billion Impressionen. Also das heißt... eine mega, mega erfolgreiche Marketingkampagne. Und die Leute haben abgefackelt, abgefackelt, abgefackelt. Es gab einen Whopper und dann durch das Upselling-Potenzial hat sich das Ganze natürlich entsprechend rentiert. Wir können jetzt drüber streiten, ob wir in Deutschland einfach von der Konkurrenz Plakate abfackeln dürfen. Da können wir gerne drüber streiten. Warum habe ich dieses Beispiel mitgebracht? Es zeigt einfach, diese Technik macht es möglich, Dinge zu realisieren, die in der realen Welt nicht denkbar wären. Und dieses kreative Potenzial sollte man nutzen. Ich habe von Industrie gesprochen. Bei der Industrie ist es so,
Viele müssen Maschinenwartungen tun oder haben verteilte Werke in der ganzen Welt. Wie es bisher war oder wie ich es gekannt habe, war, viele Leute sind durch die ganze Welt geflogen, dann gab es da Schulungen und es gab Einweisungen in die Maschine und so weiter. Durch solche Technologien wie diese Mixed Reality Brillen, wie zum Beispiel eine HoloLens, was wir jetzt hier sehen, ist es natürlich möglich, dass man ja kooperiert und quasi weltweit im Grunde Schulungen vornehmen kann oder sogar automatisiert Dinge tun kann. Das heißt, man sieht jetzt hier zum Beispiel eine HoloLens, die erkennt, okay, da bin ich an der Maschine, er macht ein Foto, ich sehe, welches Teil kaputt ist. Dann kann er mir anzeigen, was ist der nächste Schritt zum Fixen, und es wird mir direkt in der realen Umgebung angezeigt, ziehe diesen Zylinder. Wenn dieser Zylinder gezogen ist, dann gehe an die nächste Station, dann tue das. Wenn das erledigt ist, erkennt ist die Brille und sagt, und jetzt tue das Nächste. Also das heißt, ich mache ein Learning on the Job, man sieht hier, mit Anleitungen, mit ich erkenne, was gerade der Fehler ist, ich kann Remote-Schulungen durchführen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man sich jetzt alleine überlegen würde, ich muss in 50 Zweigwerke um die Welt, muss ich fliegen, um die gleiche Schulung zu halten, dann habe ich das natürlich mit so einer Technologie wesentlich vereinfacht, wesentlich standardisiert und natürlich auch die Fehleranfälligkeit wesentlich gesenkt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Arbeitsschutzhinweise brauche auf der Brille oder sonstige Dinge, kann ich natürlich die alle da entsprechend draufschmeißen. Also ein Rieseneinsatzszenario für Industrie oder für alles, was irgendwie mit Tätigkeiten zu tun hat, wo ich remote arbeiten muss oder auch sogar in gefährlichen Arbeitsbereichen. Wir hatten neulich eine Firma, die wollte ihren Lehrlingen Schweißen beibringen. Die haben die Lehrlinge einfach in Virtual Reality geschickt. Die hatten so eine Schweißattrappe und dann konnten die quasi das Schweißen lernen, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, da irgendwie in das Licht zu schauen oder irgendwelche Probleme zu haben. Also all das sind Möglichkeiten, die ich damit realisieren kann. Gehen wir in die Medizin. In der Medizin, ich habe ein Beispiel dabei. Stellt euch vor, jemand hat eine Spinnenphobie, jemand hat Flugangst oder sonstige Dinge und soll davon geheilt werden. Die müssen meistens viele Stufen durchlaufen. Also das heißt zum Beispiel, erste Stufe ist, du hast dir ein Flugticket bestellt. Könnte der erste Panikanfall kommen. Danach, der Tag ist da, an dem der Flug geht. Das nächste Mal, du stehst in der Flughalle. Beim nächsten Mal, nächster Schritt, du gehst aufs Rollfeld. Nächster Schritt, du hockst im Flieger. So, um diese ganzen Szenarien durchzuspielen, wäre es schön, wenn man das irgendwie vorher durchtesten könnte und nicht auf dem Rollfeld fängt er an durchzudrehen und rennt plötzlich irgendwie amok einmal quer übers Rollfeld. Das wäre sehr suboptimal. Und deswegen gibt es schon einige Anbieter, die quasi ja erfolgreich therapieren in Virtual Reality. Das heißt, da gibt es natürlich das Feedback, wo man einfach mitkriegt, wie aufgeregt ist der Patient, was passiert da. Und es gibt jederzeit diesen Stopp-Knopf, wo er wieder mit einem Knopfdruck zurück in seine Wohlfühlzone kann. Und so kann man langsam peu à peu das Ganze steigern. Und es ist im Grunde schon alles trainiert, dass man in diese Richtung gehen kann. Das ist auch ein großer Mehrwert, eine Planung oder einen Prozess, der sehr komplex ist, vorab einfach schon durchzuführen. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Gerade plant jemand eine komplette Produktionshalle mit, glaube ich, 12.000 oder noch mehr Quadratmetern, einmal komplett in Virtual Reality. Warum? Die gehen einfach hin und machen Analysen von den Brillen. Wo liegen die Schrauben? Wie bewegen sich die Mitarbeiter? Ist das alles gesund? Haben wir an alles gedacht im Prozess? Ist das alles möglichst effizient? Ist das alles logisch? Und das heißt, die schicken immer wieder Leute in diese virtuelle Halle rein, die vorgebaut ist, und lassen die Arbeiter so arbeiten, wie sie in dieser neuen Halle arbeiten würden. Und dann fällt halt auf, dass eine Schraube runterfällt und sie sagen, hey, hätten wir da eine Glasscheibe, würde das nicht runterfallen. Und dann können die im Engineering direkt hingehen und die können in Virtual Reality die Scheibe nehmen, können die reinsetzen und dann ist das ab sofort der neue Standard. Also das heißt, da muss ich nicht wieder die ganze Abteilung zurückgehen, sondern man kann live quasi in Virtual Reality dieses ganze Ding designen. Sie gehen davon aus, dass sie so 1 bis 2 Jahre designen werden und dann werden sie irgendwann in die reale Produktion gehen. Und diesen Zeitraum nehmen sie sich aber, um eine möglichst perfekte quasi Produktionslinie oder eine möglichst perfekte Halle zu bauen. Wir sprechen dann natürlich von kleinen Umsätzen, die man dafür braucht, zeigt aber das enorme Potenzial auch in Planung oder Entwicklung. Ja, was habe ich aus dem Healthcare mitgebracht? Ich erzähle immer von der Arbeitswelt der Zukunft und ich hasse es, wenn so kommt, ja, ich bräuchte einen Kniespezialisten, aber der Kniespezialist ist gerade in Indien und ich kann gerade nicht hinfliegen. Deswegen, upsala, ich habe, glaube ich, eins weitergeklickt. Moment, ich muss eins zurück, 2 zurück, 3 zurück. Das ging jetzt ein bisschen schnell, der hat nicht das gemacht, was ich wollte. Einen Moment, da sind wir daheim.
Genau, ich spule ein bisschen und das Erste, was mich immer nervt oder ein Use Case ist das Ganze, wenn euch Leute irgendwas über Krankheiten erzählen. Ein Arzt erzählt euch was über die Krankheit oder über euer 2D-Bild, was ihr irgendwie habt, ein Röntgen- oder MRT-Bild. Ich kann mir darunter immer nichts vorstellen. Was ihr hier seht ist, ich kann natürlich mit so einer HoloLens oder mit sonstigen Dingen komplett quasi alles in 3D drehen und ich kann mir das sehr realistisch quasi einfach anzeigen lassen. Das heißt, es wird möglich mit so einer Technologie, dass auch ein DAO, also der dümmste anzunehmende User oder der keine Ahnung von dem Ganzen hat, sich das schön visuell darstellen kann und einfach schauen kann, wie sieht das Ganze aus. Das ist der eine Mehrwert. Der zweite Mehrwert ist natürlich, dass es möglich wäre, dass ich in so einer virtuellen Reality oder Augmented Reality schwierige Operationen üben kann oder durchführen kann, weil ich einfach die Informationen von einem MRT oder einem CT live quasi 1:1 auf den Körper übertragen bekomme und nicht mehr irgendwo anders rumschauen muss, sondern ich kann wirklich gezielt trainieren, ich kann gezielt die Bilder verwenden, da wo sie eigentlich hingehören. Es geht sogar so weit, dass ich in Echtzeit, oder es gibt Leute, die Lösungen bauen, dass ich in Echtzeit über Virtual Reality real operieren kann. Das heißt, ich bin gar nicht in dem Zimmer, ich bekomme live die 360-Grad-Umsicht mit den ganzen Dingen und ich kann quasi remote operieren und der Fachmann muss quasi nicht mehr vor Ort sein. Auch das sind Riesenpotenziale, die wir haben, weil dann bündeln wir einfach alle unsere Kompetenzen, die irgendwie im Gesundheitswesen möglich wären. Aufklärung und einfach auch wesentlich mehr Transparenz und Kooperation über viele Grenzen hinweg. Ja, was einfach ist für den nächsten Urlaub, wer das kennt, man ist im Urlaub gruselig, wow, ja, manchmal ist es gruselig. Die Zukunft ist immer so eine Mischung aus Spaß und Angst. Also es ist wie verliebt sein quasi so ein bisschen. Also ein bisschen Spaß und ein bisschen Angst. Man weiß nicht, ist es oder ist es nicht. Es ist spannend auf jeden Fall. Der nächste Punkt für jeden, die sogenannte Google-Übersetzer-App. Also wer mal im Ausland irgendwie unterwegs ist oder irgendwelche Texte übersetzen muss. Ich habe das immer gehabt, wenn ich mit dem Auto irgendwo rumgefahren bin, wo lauter kyrillische Schriften waren und ich wollte parken. Dann stand ich immer da und habe nicht gewusst, steht jetzt auf dem Schild, ich werde erschossen, weil das ist irgendwie der Part, Platz des Bundespräsidenten oder darf ich dafür immer kostenfrei stehen bleiben? Und dann ist es schwierig, diese Zeichen irgendwie einzugeben oder sonstiges. Genauso Speisekarten, wenn ihr im Urlaub seid, die ist schön auf Russisch geschrieben und du stehst da und denkst, ja, ich bestelle irgendwas, klingt gut, ne? Irgendwas mit Fleisch wird schon passen, waren Hühnerfüße, blöd gelaufen. In der Google-Übersetzer-App wurde quasi eine Augmented-Reality-Funktion eingebaut, kann sich jeder runterladen, man kann da auf Live stellen und ich habe hier mal eine Internetseite auf Russisch genommen, eine Menükarte, ich halte da das Handy drauf und man sieht, live in dem Bild werden alle Texte übersetzt. Also das heißt, ich habe Russisch als Input gegeben und habe Deutsch als Output, dann halte ich einfach die Kamera hin und ich kriege quasi live alles übersetzt, was quasi dieses Ding erkennt. Das heißt, wenn ich irgendwo parken will, gehe ich hin, halte das Ding nach oben und ich sehe, was steht da. Wenn ich die Menükarte übersetzt haben will, irgendwo in einem Restaurant, halte ich die hin und gut ist. Jetzt muss man sich überlegen, was habe ich damit für Funktionen? Wenn ich überlege, was es für Leute gibt, die in, keine Ahnung, 50 Sprachen übersetzt irgendwelche Bedienungsanleitungen oder sonst was machen, dann denke ich mir immer, es wäre doch viel cooler, wenn ich einfach eine Standardsprache hätte und dann steht da unten, nimm meine App, ich halte die App drauf und dann wird einfach diese komplette Verpackung einfach automatisiert in die Sprache übersetzt, in die ich das Ganze gerne hätte. Da knallt man noch eine KI dahinter, die schön irgendwie lernt, was noch falsch ist und was nicht so funktioniert und schon produziere ich in einer Sprache und es ist einfach transparent für jeden über die Digitalisierung in unterschiedlichsten Sprachen erhältlich. Stellt euch das vor für Packungsbeilagen, für Medizin oder sonstige Dinge, da wird es einfach sauber übersetzt und ich bin wesentlich flinker und flotter unterwegs. Wer das testen möchte oder im nächsten Urlaub mal wieder dasteht und keine Ahnung hat, was da gerade steht, darf ich hier schwimmen oder nicht, werde ich von Haien gefressen, zieht bitte kurz die Google-Übersetzer-App und dankt mir dafür, dass ihr in einer sehr einsamen Lagune eine schöne Zeit verbracht habt ohne Haie. Yes! Kunst, Kultur, Tourismus. Wir hatten neulich eine Veranstaltung, Kunst, Kultur, Tourismus. Ja, keiner darf in Museen, keiner darf irgendwas machen. Ich hatte es erwähnt, irgendwie muss man das Ganze aber auch irgendwie ein bisschen spannender machen und irgendwie muss man es schaffen, das zu den Leuten zu bringen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus Barcelona, im Casa Bayo ist es so, wenn das natürlich geöffnet hat, da hat man sich gedacht, okay, irgendwie die nächste Generation kommt nach, die nächste Generation will mehr Informationen, die nächste Generation will irgendwie ja mehr informiert werden.
Das heißt, man muss das Ganze irgendwie zu einem Erlebnis machen. Und das heißt, welche Möglichkeiten habe ich da? Die haben eine sogenannte Augmented Reality App geschrieben. Man läuft damit ja so einem Tablet, so einem kleinen durch die Gegend. Und da werden einem die Inspirationen von Gaudi erklärt. Also das heißt, ich springe mal zu den schönen, da wo die schönen Fische und Quallen sind vielleicht. Da sieht man es. Also man sieht hier die Fensterscheiben und dann bekommt man erzählt, wie die Inspiration ist und es wird überblendet und ich sehe quasi eine Animation mit Quallen. Ist eine schöne Spielerei auf den ersten Blick. Was habe ich aber für Möglichkeiten oder was macht sich da für Museen auf oder welche Use Cases habe ich da? Ausstellungsflächen sind meistens begrenzt und auch gibt es Ausstellungen nur eine begrenzte Zeit. Warum kann ich denn nicht einfach hingehen und ich gehe in den Keller und ich digitalisiere einfach alle meine Objekte weg und ich kann einfach virtuell unterschiedliche Objekte in meiner Ausstellung platzieren, auch wenn da eigentlich gar kein Platz dafür ist. Aber vielleicht interessiert ja einen genau das, was gerade im Keller liegt, da wo ich eigentlich keinen hinlassen darf. Und ich kann es mir einfach anschauen. Und jetzt wird es noch besser, wenn der Museumsbesuch vorbei ist. Warum muss der vorbei sein? Warum kann ich das nicht mit nach Hause nehmen und kann mir daheim nochmal in 360 Grad, kann ich nochmal durchlaufen und kann mir das Ganze auch nochmal anschauen? Warum? Warum muss das vorbei sein? Wenn das doch schön ist, dann will ich da 100 Mal rein, vielleicht virtuell. Genauso liebe ich es, wenn man in einem Museum ist und dann ist so eine kleine, süße Karte, wo erklärt wird, das ist der Künstler, dann steht vielleicht noch so eine Epoche da und was er sich dabei gedacht hat. Und dann habe ich Fragen. Ich habe viele Fragen, die ich alle nicht beantworten kriege auf diesem kleinen Schild. Und das ist doch mega genial, wenn ich hingehen kann und ich kann mit meinem Handy hin, er erkennt mir dieses Gemälde, er sagt mir wie Amazon, Leute, die dieses Gemälde angesehen haben, haben sich auch dieses Gemälde angesehen. Leute, die diese Epoche interessieren, klicken bitte da. Ich erkläre dir alles zur Epoche, ich erkläre dir alles zum Künstler, ich erkläre dir alles zu diesem Bau, ich erkläre dir alles zu den Menschen. Also ich kann ein unsägliches Potenzial da noch mit reinpacken, was bisher einfach nur so ein kleines Schildchen ist. Und ich kann das auch über einen gesamten Zeitraum irgendwie machen. Ich kann das gamifizieren, ich kann das dauerhaft verfügbar machen. Also das heißt, da steckt ganz, ganz viel Potenzial da. Wen es in Nürnberg interessiert, der kann einfach mal eingeben, die Rote Galerie in Nürnberg, also wer das in Google eingibt, Rote Galerie Nürnberg, da hat ein Unternehmen von uns einfach so einen 360-Grad-Shot gemacht, da kann man reingehen in die Rote Galerie und man kann hinklicken, man kriegt alle Infos zu den Werken und so weiter, ist ein schönes Beispiel einfach, um zu sehen, dass es auch im kleinen Rahmen möglich ist, quasi Dinge zu besuchen, zu sehen und da quasi dauerhaft Spaß dran zu haben. Ja, für alle moderneren Leute, Street Art ist auch immer schön, ist sehr beeindruckend, dass man da macht. Ja, warum macht man da nicht eine kleine Schnitzeljagd draus? Ich meine, für die Stadt, für die Kultur kann ich hingehen und kann natürlich aus diesen 2D-Gemälden kann ich natürlich hingehen und könnte da direkt diese Gemälde zum Leben erwecken oder sogar eine ganze Geschichte dahinter erzählen oder eine Lehrreise machen. Man sieht hier zum Beispiel die schöne Dame, kaum hält man das Handy hin, kommt eine Animation und das Ganze läuft weiter oder diese Dinger gehen rein. Ich könnte mir auch, keine Ahnung, ein Kriegsgemälde machen, kaum halte ich das drauf, läuft eine 5-Minuten-Doku darüber. Also das heißt, diese sogenannte Infotainment, ich vermittle Informationen, aber spielerisch und unterhaltsam, ist natürlich mit dieser Technologie sehr schön möglich. Also gibt ein schönes Beispiel von einem Künstler, der hat zum Beispiel einen Dinosaurier auf eine Mauer gemalt und kaum bin ich da, fängt der Dinosaurier an, raus aus der Mauer zu laufen, springt über die Mauer, faucht und so. Da ist schon wesentlich mehr Action dahinter und ich habe wesentlich mehr, ja, Möglichkeiten, da was zu realisieren. Ich habe mir das so vorgestellt in Nürnberg, keine Ahnung, man macht lauter so Nürnberger Bratwürstlich oder so und dann findet man die Nürnberger Bratwürstlich und zu jeder Nürnberger Bratwurst kriegt man irgendwie eine schöne Geschichte dazu erzählt. Also wer es realisieren will, nicht schlecht. Oder vielleicht der Herr Dürer, den könnte man überall ein bisschen platzieren und ein bisschen taggen und geht da einfach hin und macht ein spannendes Erlebnis für die Stadt Nürnberg. Du, Benni? Yes. Wie angekündigt, grätsche ich mal elegant rein, denn ich habe eine Frage. Also das ist yes. Jetzt wahrscheinlich nicht der erste Ort, an dem du deine, oder hier die Beispiele
bezogen auf eine Stadt, wie man Kunst, Kultur eben ein bisschen aufpeppen kann und mit Augmented Reality, Virtual Reality das so ein bisschen interessanter gestalten kann. Ja. Woran hängt's? Wieso wurde das noch nicht umgesetzt? Ist das eher zurückzuführen auf den technischen Fortschritt, dass wir so weit einfach noch nicht sind, dass das ein cooles Erlebnis wird? Liegt es eher an so regulatorischen Hürden oder so ein bisschen Angst vor der Zukunft, vor der digitalen Zukunft? Oder wie schätzt du das ein? Weswegen fehlt da noch so viel? Also es sind mehrere unterschiedliche Punkte. Das eine, um es mal zu formulieren, ist die kleinste Geige der Welt, weil so eine Entwicklung von einer App und quasi von diesen Objekten ist nicht so günstig. Dann gibt es Unternehmen, die machen das Ganze mit staatlichen Förderungen, sind natürlich aber vom Leistungsumfang noch nicht so hoch. Mhm. Also das heißt, was meine ich, es gibt zum Beispiel eine Firma, die nennt sich TimeRide, die ist schon in vielen Städten unterwegs, in Köln und so weiter, und die sind hingegangen, haben bekannte Gebäude genommen, da halte ich drauf und ich kann mit so einer Wischbewegung, kann ich quasi in die Vergangenheit quasi gehen und ich kann mir das aktuelle Gebäude anziehen und wieder zurück. Ja. Das ist ein kleiner Einstieg, der ist recht schön, das funktioniert. In Nürnberg haben wir das Beispiel aus unserem Netzwerk, die Blickwinkeltour. Wer das große Doku-Zentrum kennt, die haben quasi eine VR-Brille, da gehst du rein quasi, gehst in das Doku-Zentrum, setzt die VR-Brille auf und du siehst quasi, wie das Doku-Zentrum ausgesehen hätte, wäre es fertig geworden und wäre es so weitergegangen. Mhm. Jetzt kommt es aber, das ist ein hoher Individualisierungsgrad, weil individuelle Gebäude, die müssen aufgenommen werden, es müssen die 3D-Effekte geschrieben werden und. Das heißt, die erste Entwicklung wird recht teuer. Mhm. Alles bezüglich Augmented und Virtual Reality ist häufig noch eine Individualentwicklung und das macht es halt teuer und das macht die Einstiegshürde sehr hoch. Was wir aber gerade erleben, ist das Gleiche wie mit Websites. Wer so aus der Technik kommt und vielleicht ein bisschen älter ist, so wie ich sehe nicht so aus, aber ich bin auch schon ein bisschen älter, als Webseiten bekannt wurden, da hat jeder angefangen und hat so seine eigene Webseite zusammengefrickelt. Okay, jeder hat so reingefrickelt und hat sich gesagt, yes, ich habe eine Webseite, es ist okay. So, für den Massenmarkt war das mehr so, oh Gott, diese Nerds, die sind wieder eingeschlossen da im Keller und die bauen da wieder irgendwas, keine Ahnung. Und irgendwie sind die Webseiten nicht mehr geworden. Bis irgendwann einer hingegangen ist und hat Standardfunktionalitäten in eine standardisierte Plattform gebaut. Also sowas wie WordPress, wie ein Typo 3 oder was weiß ich, was da kam. Und in dem Moment war klar, jetzt schreiben immer mehr, jetzt können es immer mehr, es wird einfach behandelbar, die Standardfunktionen sind gewährleistet. Ja. Und am Markt stellen wir gerade fest, sind wir gerade auf diesem Sprung. Also es kommen plötzlich immer mehr Leute hin, die sagen, ey, ich habe jetzt 20 Individualanwendungen geschrieben und irgendwie mache ich immer den gleichen Mist. Mhm. Lass mich eine Plattform draus bauen, wo zumindest schon mal 80% der Funktionen da sind. Und vor allem in der Kunst- und Kulturbranche gibt es jetzt tatsächlich schon App-Anbieter. Da kann ich erwähnen, die Marke Kuldig, die hatten wir neulich da. Die haben dann wirklich schon eine Plattform, die vorgefertigt ist für Museen und so weiter, wo schon Standardfunktionalitäten drin sind und ich nicht wieder bei Null anfangen muss quasi. Und deswegen ist es gerade so, hier, wir stehen vor dem Durchbruch, wir klopfen quasi an, aber wir brauchen noch ein bisschen. Okay, also es ist klar zu sagen, die Nachfrage ist da. Die Städte, in dem Beispiel jetzt Kunst, Kultur, sind genauso begeistert von dem erweiterten Angebot, aber es liegt ja halt einfach noch am technischen Standlevel, auf dem wir gerade uns befinden. Genau, also es geht gerade, die Kurve geht gerade einmal nach oben quasi im Hype-Zirkel. Oh, meine Präsentation hat sich gerade verabschiedet. Ja. Seht ihr nur noch meine liebe Omi? Nee, wir sehen gar nichts mehr. Also, aber das ist schön. Ja. Das ist schön. Ich muss noch mal Bildschirm teilen. Nee, aber danke schön für die ausführliche Antwort. Das hat meine Frage auf jeden Fall beantwortet. Sehr gut, sehr gut. Ich springe mal wieder rein in meine Präsi. Und ich hoffe, ich kann sie gleich wieder sharen. Teams mag mich manchmal nicht, so habe ich festgestellt. Es liegt vielleicht daran, dass ich eine Google-Folie gerade einfach drauf stehen gelassen habe. Vielleicht erkennt es Microsoft irgendwie, ich weiß es nicht. Eiskalt rausgekickt. Ja, aber eiskalt wurde ich rausgekickt, ne? So mittlerweile alle. So. Jetzt sieht man es wieder. Ihr seht wieder meine Folie, ne? Ja. Yes, hervorragend. Dann switche ich nur wieder euch auf den zweiten Monitor, damit ich euch auch, ihr Hübschen, dass ich euch alle im Blick habe. Jawohl. Wieder kleiner Zwischentest. Könnt ihr mir ein paar Herzchen und ein paar Daumen nach oben hochschmeißen? Einfach nur der Test, wie viele noch da sind. Jawohl, da hinten wird gewunken bei der Sandra. Ihr seht gerade gut aus. Die eine nenne ich jetzt ab sofort Bierlein und die andere nenne ich Sandra. Ihr seid zwei, ne? Mit Komma getrennt, oder? Okay, da ist Spaß. Sehr gut. Gefällt mir in dem Zimmer. Ja, nächstes Beispiel. Ich darf in Virtual Reality und sowas Dinge tun, die ich im realen Leben nicht machen darf. Ich habe eine kleine Anwendung, die geht zum Beispiel auf so einer Oculus Quest.
Wer sich künstlerisch verausgaben darf, den Kingspray Simulator gibt es. Das ist ein Graffiti-Tool oder ein Graffiti-Game. Und ich kann mir unterschiedliche Dosen nehmen, ich kann mir unterschiedliche Aufsätze nehmen und ich kann quasi mit meinem Controller Graffiti sprühen lernen. Das Schöne ist, ohne dass ich verhaftet wäre, ohne dass ich irgendwelche Kapuzen aufhaben muss, sondern ich kann da einfach hin und kann tatsächlich Graffiti sprühen. Ich muss die Dose schütteln, ich muss schauen, in welchem Winkel sprühe ich und so weiter. Das Ganze geht so weit, dass es sogar möglich ist, dass ich mich international online mit anderen Sprayern treffe und dann eine gemeinsame Sprühsession mache. Oder sogar Unterricht. Also das heißt, da geht einer rein und sagt, ich mache eine Online-Class, ihr wollt Graffiti lernen, kommt alle aufs Parkdeck, aufs Virtuelle, wir treffen uns da, dann stehen die Leute tatsächlich alle an der Wand, man sieht die Avatare und die sprühen dann fröhlich vor sich hin und erschaffen gemeinsam Kunstwerke. Auch das gibt es zum Beispiel in 3D, also mit Google Tilt Brush, ist auch eine kleine Applikation, da kann ich sogar komplette Skulpturen erschaffen, also nicht in 2D, sondern ich laufe wirklich im Raum durch die Gegend, ich kann um die Skulptur rum und kann meine eigenen Skulpturen und alles einfach kreieren. Alle, die künstlerisch begabt sind, es gibt ja so schöne Art Nights, geht mal auf eine Virtual Reality Graffiti Night, ist ziemlich abgefahren, ist sehr cool. Ich war neulich auf einer VR 90er Party, da trifft man sich mit anderen Avataren und tanzt zu Venga Boys und solchen Sachen, also wer auf sowas Bock hat, sehr witzig, muss ich sagen. Die haben sogar in Virtual Reality mittlerweile auf den Feiern hinten so kleine Betten. Also falls du jemanden sehr sympathisch findest, kannst du dich virtuell auf die Betten. Es ist verrückt, diese Welt, es ist verrückt. Ja, Thema Einzelhandel. Ich hab's erwähnt, bringt ja den Point of Sale zum Kunden. Schönes Beispiel hat L'Oreal gemacht. Im Grunde, ich habe die Auswahl aus vielen Lippenstiften und ich stehe dann immer vor Ort und denke mir, ja, passt der jetzt wirklich zu meinem Lidschatten, zu meiner Augenfarbe, zu meinem Outfit und sonstigen Dingen. Das heißt, ich kann einfach hingehen und ich kann im Laden, ich spule wieder so ein bisschen, sie ist sehr überzeugt von sich, man sieht es immer, das ist die sogenannte Try-On-Funktion. Das heißt, ich springe ein wenig. Genau. Sie überlegt jetzt, welchen Lippenstift sie haben will und wie der auf ihren Lippen aussieht. Also geht sie mit ihrer App hin, mit dem Scan the Product. Sie scannt das Produkt und dann wird einfach diese Farbe auf ihre Lippen live übertragen und sie kann sich anschauen, aha, wie sehen diese Lippen aus. Dann kann sie andere Farbstifte wählen und wenn sie den passenden Stift hat, kriegt sie wieder im Umkehrschluss die Nummer, geht hin, sie nimmt sich den passenden Lippenstift und sie weiß, wie es aussieht. Weil es wäre sehr unschön, wenn sie dann anfängt, sich einfach voll zu pinseln und sagt, oh, war doch nicht die richtige Farbe, ich mache es wieder zu und stelle es wieder zurück. Ich glaube, das freut keine Verkäuferin. Es geht sogar so weit, dass irgendwann geplant ist, dass in YouTube für alle Beauty-Channel quasi das direkt Teil wird. Also das heißt, man soll in YouTube sogar die Möglichkeit kriegen, direkt seinen Lieblingslippenstift dann, nachdem man es von, ich weiß nicht, was es da für YouTube-Stars in der Mode gerade gibt, dass man die direkt nehmen kann und sich einfach einmal entsprechend anprobieren kann. Ja, und das ist vielleicht das bekannteste Beispiel. Viele stellen jetzt fest in der Zeit, wo sie lange zu Hause sind, oh Gott, ich brauche neue Möbel und wie mache ich das? Und dann passiert Folgendes, man geht hin, man nimmt dann den Meterstab, man misst das Ganze aus, man nimmt die Größe, dann überlegt man sich, passt die Farbe und dann fährt man in den Einkaufsladen, also zum Beispiel in Ikea, dann findet man so eine Couch, passt die Couch wirklich rein, passt die Lampe zu dieser Couch, passt der Tisch zu der Couch und so weiter und so fort. Dem Ganzen entgegenwirken, das geht ziemlich einfach, Ikea ist da so ein bisschen der Vorreiter bezüglich dieser Branche und hat eine App, die nennt sich Ikea Place, könnt ihr auch alle gerne laden auf euer Phone und ich kann mir einfach die Möbel in Originalgröße, in Originalfarbe in meine Räumlichkeiten quasi einblenden. Das heißt, ich gehe hin, ich scanne meinen Boden ab, der Boden wird erkannt, ich wähle mir meinen Lieblingssessel in Gelb und ich schaue einfach, wie der Sessel sich jetzt quasi hier in meinem Raum macht. Ich kann hingehen, ich kann Regale hinstellen, ich kann alles in Originalgröße passend machen. Ich habe nicht mehr dieses Erlebnis, Scheiße, hat doch nicht gepasst, ich muss alles ausmessen und sonstiges, sondern irgendwie stelle ich das einfach rein und los geht's. Künstler haben sich da einen kleinen Spaß draus gemacht, die haben irgendwo in Dresden, haben die einmal ein komplettes Wohnzimmer einfach auf einen offiziellen Platz gestellt und haben einfach mal so ein komplettes IKEA-Zimmer einmal quasi eingerichtet. All das ist möglich, das Ganze geht natürlich auch in eine andere Richtung. Das heißt, ich bin bei irgendjemandem und stelle fest, oh, der hat einen coolen IKEA-Schrank, welcher ist es? Dann gehe ich mit einer App einfach hin, der erkennt den IKEA-Schrank und ich kann ihn direkt auch für mich bestellen. Also das heißt, wenn ich nicht zum Point of Sale kann, dann bringe ich den gottverdammten Point of Sale zum Kunden mit dieser Technologie. Ja, was habe ich noch? Ich habe ein Beispiel, das überspringe ich, glaube ich, einfach. Das lasse ich mal weg. Ich gehe noch ins Design.
Im Design ist es so, ja, stellt euch vor, jeder hat ja so gewisse Tendenzen einzukaufen. Und jetzt kann ich natürlich in so einer Virtual Reality, könnte ich mir einmal so einen kompletten Einkaufsladen einrichten und jetzt schicke ich mir einfach so ein paar Test-User rein und schaue mal, was die sich so in ihren Warenkorb legen. Also ich analysiere die einfach mal, wo schauen die rum, was machen die und so weiter und kann natürlich unterschiedliche Szenarien sehr einfach ausprobieren, welche Produkte quasi meine entsprechende Zielgruppe entsprechend in meinen Einkaufswagen legt. Also das heißt, macht es Sinn, dass ich da das Grillangebot platziere und wenn ich das Grillangebot da platziere, macht es vielleicht Sinn, dass die Barbecue-Rubs da direkt daneben sind. Was ist der durchschnittliche Einkaufskorb? Wo schauen die Leute hin? Wie laufen die Leute und so weiter? Und nach dieser Analyse gehe ich hin und optimiere einfach meinen Laden, sodass jeder einfach das kauft, was ich ihm eigentlich sage, ohne dass er es merkt. Sehr cool. Ja, gemeinsam entwickeln. Audi, VW und so weiter haben internationale Teams und designen und entwickeln ja alles remote und schauen sich das Ganze vorher an. Wie oft ist es passiert? Jemand plant einen Messestand so am Computer, dann wird er gebaut und dann stellt einer fest, scheiße, da passt der Durchgang nicht oder oh Gott, da ist die Ablage zu klein oder oh Gott, wer hat denn den Monitor da hingehängt? All das gehört der Vergangenheit an. Ich kann hingehen und kann Store-Designs, die geplant werden oder Autos oder sonstige Objekte, kann ich in Virtual Reality einfach importieren und ich kann in Virtual Reality einfach durchlaufen. Oder wie hier, die Audi-Leute oder VW-Leute, ich weiß gerade gar nicht, wer es ist, die können sich einfach hier mit ihren Mario-Avataren hinstellen, die können in den Motorraum schauen, die können Lichttests machen, wie fällt das Licht in den Fußraum, wie sind die Abstände, komme ich an die Armatur hin, sieht das alles schön aus und so weiter und können das schon sehr realistisch testen, bevor das dann in die Serienproduktion geht und vielleicht irgendeiner feststellt, oh, das passt ja gar nicht. Also hier sieht man mit Licht, wo sind die Lichteffekte, wie sind die Pedale dran und so weiter und so fort. Also das heißt, dieses ganze Pappmaché-Gebaue und Knetmasse, Gefalte, das ist alles Vergangenheit, lass mal alles weg. Wir gehen einfach direkt real rein. Oder was ihr hier seht, ich will die Farbe ändern. Stellt euch vor, ich gehe in ein Autohaus und Audi hat keine Ahnung wie viele Modelle und das Modell ist gerade nicht da. Dann hat das Autohaus die erste Möglichkeit, ja, geh woanders hin und kauf woanders. Oder die haben eine virtuelle Brille und sagen, hier, ich habe alle Modelle da, inklusive aller Sonderausstattung. Und das heißt, da kannst du dir zusammenklicken, was du willst. Du hockst in diesem Audi und du schaust dir einfach an, wie sieht hier das Lichtpaket aus, wie sieht das Leistenpaket aus. Keine Ahnung, was du da machen kannst, willst und kannst. Und du bist schon voll in diesem Auto drin und kannst wesentlich mehr kriegen, als die Konkurrenz dir irgendwie bieten kann. Ja, damit, wie realistisch das Ganze ist, sieht man hier. Ich habe hier eine computeranimierte Grafik. Also das ist nicht real, das ist computeranimiert, wie real das ist. Alle Immobilienmakler, da 50 Leute wollen das Haus besichtigen. Ja, und dann muss ich entweder 50 Leute reinlassen oder 50 Termine vereinbaren. Die meisten aber, wenn einmal durchgelaufen sind, stellen fest, oh, das ist gar nichts für mich. Ist doch viel cooler, wenn ich denen einfach vorher eine 360-Grad-Rundgang nehme, ist kein großer Aufwand, und lass die vorher schon mal 360 Grad durchlaufen. Und wenn die dann da schon feststellen, das ist nichts, habe ich mir ganz, ganz viel Zeit gespart. Also das heißt, bezüglich Immobilien, Immobilien zeigen, Immobilien verkaufen, kann ich das Ganze natürlich auch entsprechend virtualisieren, digitalisieren und kann die Leute vorher schon quasi eine virtuelle Hausbesichtigung machen lassen und muss dann nicht mehr irgendwie ja, viel Zeit verschwenden. Einfach direkt Sales und Servus und beim nächsten Sales und Servus und das nächste Haus Sales und Servus in dreifacher Geschwindigkeit verkaufen und Money, Money, Money. Also auch das ist durchaus möglich. Ja, das waren mal allgemeine Beispiele quergegrätscht. Jetzt kommt so, ja, aber wir reden ja hier von Nürnberg, ne? In Nürnberg, da machen wir sowas nicht, oder? Doch, in Nürnberg machen wir ziemlich viel. Das heißt, in Nürnberg haben wir um die 50 Leute, die sich irgendwie mit 3D-Unternehmen, Startups oder in Firmenbereiche, die sich mit solchen Lösungen beschäftigen. Ich habe ein paar mitgebracht. Ich habe auch eine Map dabei, wo die alle drauf sind. Das schmeiße ich euch gleich in die Linksammlung dann. Und ich möchte da ein paar Projekte vorstellen. Das erste und sehr bekannte ist, hallo liebe Kinder, Playmobil-Katalog. Playmobil-Katalog hat mittlerweile eine App. Also das heißt, immer wenn ich durch den Playmobil-Katalog durchblätter, kann ich eine App anmachen und alle diese Bilder, die da drin abgebildet sind, erwecken zum Leben. Das heißt, ich mache hier jetzt zum Beispiel mal dieses tolle Traumschiff auf. Ich habe die App draufgehalten und dieses Traumschiff erscheint. Und jetzt sind diese Playmobils echt krass. Ich kann schon mit meinen Playmobil-Figuren in diesem Traumschiff rumspielen. Also das heißt, das Kind sitzt da und spielt schon hier Playmobil-Traumschiff und es geht baden und keine Ahnung was.
An alle Eltern, es wird verdammt hart, wenn das Kind 20 Minuten in Virtual Reality oder in Augmented Reality mit diesen Playmobil-Figuren gespielt hat, dass ihr denen sagt, nee, das ist in Real bestimmt gar nicht so cool, das braucht man nicht, das muss man nicht kaufen. Es wird verdammt schwer. Was ist das für ein Beispiel? Es ist für mich einfach das Beispiel, wie ich den langweiligen Print quasi spannend machen kann und jemanden so emotional abholen kann, dass es eigentlich schon zu spät ist und ich eigentlich gar keine Chance mehr habe. Reden wir über das Thema Inklusion. Ich habe mich stark zurückgehalten zum Thema Inklusion, aber diese Technologie ermöglicht es natürlich, dass ich alle Menschen quasi mit einbinden kann. Die Firma Inclusify aus unserem Netzwerk hat im St. Pauli Museum es möglich gemacht, dass sehbehinderte Menschen oder blinde Menschen tatsächlich das Museum erleben können. Das heißt, die gehen mit der Microsoft HoloLens rein. Die HoloLens geht hin, die erkennt die Räume, die liest dann vor, der Raum ist 6 Meter mal 2 Meter, man sieht hier, erkennt eine Mesh. Und dann werden zum Beispiel Fangesänge eingespielt, also wirklich in räumlichem Klang, als würde ich im Stadion stehen oder in der Kurve. Ich bekomme Originalkommentare, ich bekomme einen kompletten Audioguide, also wirklich exklusiven Content, sodass es möglich ist, auch diese Menschen quasi einmal zu inkludieren. Wen sowas interessiert, es gibt noch das andere Beispiel für Gehörlose. Wer mal googeln will oder in YouTube schauen will, kann mal nach Soundshirt schauen. Da sind sie in die Elbphilharmonie in Hamburg reingegangen und haben mit räumlichem Klang ein Orchester aufgenommen und haben den räumlichen Klang auf ein Vibrationsshirt für Gehörlose übertragen. Also man sagt ja so, man spürt den Bass und man hat dann quasi auf unterschiedliche Vibrationsregionen dieses Konzert übertragen und es ist extrem krass, was da an Emotionen quasi rüberkommt. Also das heißt, diese Technologie ist nicht nur visuell, sondern wir haben auch die Möglichkeit, wieder viele Menschen einfach in die Mitte der Gesellschaft zu stellen. Ja, Learning, Training, ich hatte es erwähnt, man kann viel lernen. Ich habe hier ein einfaches Beispiel, eine kleine Anwendung, Fahrradmonteur. Ich kann einfach hingehen und so Standardschritte einfach sagen, hier montiere das Vorderrad, tu das Rad quasi hin an die Gabel, schraub das Ganze fest, jetzt schraub den Lenker hin und so weiter. Also das heißt, so Standardschulungen und so weiter lassen sich sehr schön virtualisieren. Die Cycuria hat zum Beispiel was gemacht für Hotelfachkräfte. Die haben es ein bisschen gamifiziert. Man muss in VR in ein Zimmer und muss dann die Fehler erkennen oder was jetzt alles zu machen ist. Also ich muss Bett machen, ich habe erkannt, dass das nicht zusammengelegt ist, ich habe die Toilette nicht kontrolliert und dann wird man gechallenged und kriegt gesagt, wie gut hat man den Roomservice gemacht in Virtual Reality, um quasi einfach mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. Genauso natürlich Gamification, sehr cool. Es ging am PPZ in Nürnberg mit der Neobird und der Factor 6, ging es darum, wie schaffe ich es, alte Bewohner wieder mehr zu mobilisieren. Was haben die gemacht? Die haben eine kleine Jahrmarkt-App geschrieben, also so eine 70er oder 60er Jahrmarkts-App. Der Bewohner bekommt quasi eine VR-Brille auf, taucht in diesen Jahrmarkt ein, hat natürlich Sensoren, damit man jederzeit abbrechen kann. Das Ganze ist betreut, dass da nichts passiert. Ja, und dann muss er solche Dinge tun, wie Luftballons wegschießen oder hau diesen Maulwurf oder sowas und muss das alles mit seinen Händen machen. Und man hat einfach festgestellt, dass die Leute plötzlich einfach voll in der Bewegung waren, was vorher nie möglich war, weil sie einfach in dieser Welt vergessen haben, oh ja, mein Arm tut mir ja weh, oh, es geht ja doch. Also das heißt, die Ergebnisse sind sehr beeindruckend, dass wenn Leute in eine andere Welt eintauchen, wieder in die Vergangenheit reisen oder emotional abgeholt werden, dass da wesentlich, ja, schöne Möglichkeiten gewährleistet sind. Man sieht hier, er haut die Sparkassenballons, auch an dieser Stelle gleich wieder ein bisschen Werbung, schade. Das heißt, da sieht man, das ist hier der Jahrmarkt, er haut jetzt hier die Sparkassenluftballons, haut er hier einmal weg, also sehr schön. Ihr seht auch gerade Potenzial für Marketing, man kann heimlich Ads platzieren, so Werbebotschaften kann man auch noch schön verstecken und sich vielleicht einen Sponsor holen. Ja, das sind ein paar Beispiele aus dem Netzwerk. Wir haben noch wesentlich mehr. Also es gibt zum Beispiel die SPS von Siemens zum Beispiel. Es gibt ja derzeit nicht wirklich Messen, aber zum Beispiel in der Nürnberg-Messe steht gerade das größte XR-Studio Europas. Also das heißt, da wird quasi eine Verschmelzung von realem Inhalt und virtuellem Content einmal komplett realisiert und gestreamt mit richtig hochauflösenden Kameras und allem. Also auch da sind wir in der Region eine der führenden. Ja, was bringt die Zukunft? Social VR, ich habe es schon erwähnt, man kann sich mit solchen Virtual Reality Brillen treffen. Mich kotzen mittlerweile diese komischen viereckigen Fenster an. Ich sag's euch, wie es ist. Jeder glotzt da irgendwie rein, dann sagt wieder der Speaker, zeigt mir mal ein Herz, macht mal ein Smiley, juhu, wir haben Interaktion. Aber irgendwie ist das immer dieses komische, kleine, eckige Fenster und alle hocken irgendwie sehr steif da. Ich mag das nicht.
Ja, was gibt's mittlerweile? Mittlerweile ist das Ganze so ein bisschen wie ja, SimCity oder Second Life geworden. Es gibt die Möglichkeit, dass ich in Plattformen wie zum Beispiel Allspace VR kann. Das ist eine kostenfreie Plattform von Microsoft. Ich kann mir da meinen Avatar anlegen und ich kann da einfach virtuelle Meetings machen. Entweder in Virtual Reality mit Virtual Reality Brille oder als Übergangstechnologie in meinem Browser. Das heißt, was habe ich neulich gemacht? Ich habe ja gesagt, ich bin auch Ausbilder. Ich habe neulich zu meinen Auszubildenden gesagt, komm, wir treffen uns in Allspace VR und halten mal ein Meeting. Was haben wir gemacht? Wir haben uns auf dem Basketballplatz getroffen. Also das heißt, man kann Basketballe nehmen. Wir haben mit unseren Avataren gemeinsam Basketball gespielt und dabei einfach unser Meeting abgehalten. Und jetzt wird es total spannend. Man ist total aufmerksam und die Zeit vergeht ohne Ende und es ist echt nicht langweilig. Also man schläft hier nicht ein auf diesem komischen Sitz. Genauso haben wir eine Firma, die heißen InVirtual bei uns im Netzwerk. Da kann ich mit 3 Selfies einen Avatar von mir erstellen und ich kann dann als Avatar vor einer Präsentation rumlaufen. Also das heißt, ich gehe in eine Virtual Reality Brille, da wird meine Kopfbewegung erkannt und ich habe 2 Controller, da wird meine Handbewegung erkannt und die Präsentation läuft dann so ab, dass mein Avatar quasi vor dieser Präsentation so sich bewegt, wie ich mich bewege. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es ist wesentlich spannender als diese komischen Zoom-Vierecke hier. Also es ist wesentlich cooler, auch wenn da der Comic spricht, aber es ist sehr abgefahren. Ja, Virtual Campus, WBS LearnSpace 3D habe ich hier von der Firma TriCat. Wer an die WBS-Akademie geht und zum Beispiel einen Online-Kurs besucht, der trifft nur noch auf seine virtuellen Avatare. Das heißt, der ist so wie in SimCity oder in Second Life unterwegs, der hat seinen Avatar, der läuft auf den Schulhof, dann sieht er da den Stundenplan, dann steht dort, wo er in welchen Raum muss, da geht er in den Raum rein und kann damit interagieren. Was da natürlich sehr cool ist, stellt euch vor, ihr müsst jemandem beibringen, wie Dinosaurier funktionieren. Ich liebe ja diese 2D-Bücher, Seite abgedruckt, Dinosaurier, toll. Es ist ein ganz anderes Lernfeeling, wenn du in Virtual Reality stehst und plötzlich kommt so ein Tyrannosaurus Rex in echt auf dich zugerannt, in der echten Größe. Und dann weißt du, was so ein Tyrannosaurus Rex ist. Und sowas ist natürlich auch in solchen Plattformen möglich. Ich kann es jedem nur empfehlen, probiert es aus. Es ist nichts, es kostet nichts, kann man einfach machen. Ja, Augmented Content. Der israelische Präsident hat in Augmented Reality seine Ansprache gehalten. Das heißt, jeder konnte ihn in sein Wohnzimmer stellen und hat da quasi seine Rede verfolgt. Und das war schon ziemlich abgefahren. Ja, die Technologie wächst. Was wird kommen? Smart Glasses. Apple ist gerade stark daran, ein sogenanntes Apple Glass rauszubringen. Also ihr kennt alle diese Apple Watches, wo ich quasi das, was auf dem Handy kommt, auf so einer kleinen Uhr bekommen. Die nächste Stufe, Evolutionsstufe ist, dass quasi meine Brillengläser das Display sind. Also ich habe zwar noch mein Handy, aber den Output bekomme ich auf ein Brillenglas. Ziemlich einfach eigentlich. Mich kotzt es immer an, wenn ich irgendwie navigiere und ich muss dann in mein Google Maps aufs Handy schauen. Ich fände es viel cooler, wenn mir einfach die Pfeile direkt einfach in meiner Brille angezeigt werden. Ich kann nach rechts, ich kann nach links. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, die Bosch LightDrive Smart Glasses, die machen das aus. Ich kann durch Tippen auf die Brille, kann ich das Ganze steuern und ich kann zum Beispiel einfach meine Einkaufsliste dabei haben und ich kann die einfach abhaken und ich sehe die immer auf meinem Glas. Ich fände es auch geil, wenn ich dann draufgehe, der scannt das Produkt ab und ich sehe, das ist grün, das ist gesund, das ist gelb, das ist rot, das ist ungesund. Will ich einfach auf meiner Brille haben. Oder ich will jetzt ein cooles Rezept dazu haben, dann erkennt er das Rezept, er schlägt mir ein Rezept vor und dann sage ich, das hätte ich gern und jetzt, wenn es revolutionär wird, zeig mir in dem Supermarkt, wo die Zutaten sind. Und ich kriege dann eine Indoor-Navigation und ich laufe da einfach lang und ich stehe nicht wieder irgendwo am Kuchenregal und suche irgendwas, das dann eigentlich im Backregal ist, aber das ist ja wieder was anderes wie das Muffinregal und ich stehe da und denke mir, warum geht es nicht irgendwie einfach? Warum geht es nicht irgendwie einfach smart? Und da wird gerade dran gearbeitet, dass da ja das Ganze in den Massenmarkt kommt. Auch bei Facebook, bei der Quest 2 gibt es ein Feature, das nennt sich Infinite Office, das seht ihr hier rechts. Da ist es möglich, selbst einzustellen, wie viel Virtualität will ich haben und wie viel Realität. Stellt euch vor, ihr arbeitet irgendwann so an einem Mailprogramm, steuert es mit der Hand und alles funktioniert und ihr seht sonst nur die reale Welt, aber ihr habt das Mailprogramm quasi vor eurem Auge. Jetzt stellt ihr fest, wie sich die Kinder am Sofa prügeln und ihr wollt es eigentlich nicht sehen, also geht ihr hin, ihr zieht den virtuellen Roller runter und eure Wohlfühloase, der hawaiianische Strand, erscheint. Ob es für die Kinder positiv ist, weiß ich nicht, aber für eure Arbeitsatmosphäre hat es gerade echt gut getan. Genauso andersrum, ne? Ihr seid irgendwo in der hawaiianischen Fähre, ihr merkt, Kinder schlagen sich, Rollo wieder hochfahren und ihr seht, okay, ich kann mich um die Kinder kümmern. Das zweite Problem, was wir haben, ist gerade, und das war das schöne Beispiel, wo ich auch gefragt wurde, ja, wie kriege ich denn jetzt diese virtuelle Welt irgendwie rein? Mittlerweile ist es so, dass wenn ich computergeneriert Welten erschaffen muss, dann muss ich Gott spielen. Ich muss bei Null anfangen, ich muss das alles generieren.
hier kann ich hingehen mit Technologien wie der Apple LiDAR-Technologie, der Microsoft HoloLens. Da arbeiten Leute dran, dass ich automatisiert über Linsen erkennen kann, was sind das für Objekte, wie tief sind die, und ich kann die automatisiert digitalisieren. Das heißt, ich muss zum Beispiel einfach nur, keine Ahnung, ich will meine Tasse visualisieren, dann halte ich die Tasse hin, ich fahre mit meinem Handy einmal komplett außen rum und schon ist dieses Objekt digital und ich kann es digital verwenden. Das heißt, wenn diese Technologien weiter ausgereift sind und wir irgendwann mal, wahrscheinlich in naher Zukunft, unsere komplette Welt auch als digitalen 1:1 Klon haben, dann wird das Ganze natürlich spannend. Ne? Jeder hat es im Zugriff, jeder hat alle Objekte. Let's go crazy. Ja, visuell habe ich. So, jetzt wird's erotisch, Freunde. Jeder, der gerade so am Einschlafen ist, ich weiß genau, warum ich dieses Kapitel jetzt platziere. Ja, es geht nicht nur um Sehen, ne? Das sagen jetzt wieder alle, tolle Technologie, ich sehe was. Ja, wir haben jetzt schon Audio gelernt, ich höre auch was, ich habe das Soundshirt erwähnt und so weiter. Aber wie wäre es denn jetzt noch mit Fühlen? Fühlen wir doch jetzt noch was. Ja, auch da gibt es Entwicklungen. Ich habe die Haptics Gloves dabei. Das heißt, wenn ich da hinfasse und ich fasse einen virtuellen Stein an, dann ist der entweder schwer und mich zieht es nach unten oder der ist leicht und ich kann ihn einfach heben. Der Tesla Suit ist ein Suit, der überträgt, wo gerade was bei mir passiert in der virtuellen Welt. Also wenn einer mit dem Pfeil und Bogen auf mich schießt und trifft mich im Herz, ja, das tut weh im Tesla-Suit. Oder etwas weiter gedacht, jemand streichelt mich in Virtual Reality und dieser Anzug überträgt die schöne Streichelbewegung für mich. Auch nicht schlecht. Ja, dann geht es darum, wie kann ich mich in Virtual Reality bewegen? Also viele sprechen von so Motion Sickness. Ich setze mich hin, ich steige in die Achterbahn fährt, aber mein Körper bleibt stehen in der Virtual Reality. Da wird sehr vielen Menschen sehr schlecht und die haben keinen Bock mehr auf Virtual Reality. Deshalb müssen wir es irgendwie schaffen, auch diese Bewegungen in Virtual Reality reinzukriegen. Und da gibt es sowas wie diese VR-Treadmills. Also das heißt, ich kann in alle Richtungen laufen und meine Bewegungen, wie ich laufe, werden quasi 1:1 übertragen und es fühlt sich an, als ob ich wirklich durch diese virtuelle Welt laufe. Feel real. Dann kommt dazu, naja, jetzt kannst du dich bewegen, jetzt spürst du auch noch ein bisschen was, aber ja, es ist ja nicht das Gleiche. Ja, deswegen gibt es so Projekte wie Feel Real, die sagen, okay, wir können jetzt noch Kälte machen, wir können noch Wärme machen, wir können Vibrationen, Hitze, Wind, Regen, alles können wir auch noch simulieren, dass das auch noch materialistisch wird. Also auch da wird geforscht, wird entwickelt. Ja, und jetzt kommen wir zum Fühlen und zum ultimativen Fühlen. Immer wenn wir von Technik reden und die sich durchgesetzt hat, kam das irgendwie alles immer komischerweise aus der Sexindustrie, liebe Freunde. Da müssen wir einfach Klartext reden, so ist es. Die sind immer die Vorherrscher, die haben echt gute Budgets, also die können da auch ein bisschen Entwicklung reinstecken. Und irgendwie macht es jeder von uns. Keiner gibt es zu, aber wir tun es alle. Du. So. Kissinger, linke Seite, der Kissinger, den gibt es seit 2016 oder 2015. Was ist das? Ich kann auf mein Handy so einen kleinen Aufsatz stecken und das heißt, ich kann Küsse in Echtzeit auf meinen Partner übertragen. Das heißt, ich habe ein Handy, ich gehe an diese gelbe Fläche und drücke meinen Mund dagegen und auf der anderen Seite hat jemand anderes diesen Mund und drückt seinen Mund dagegen und diese jeweilige Berührung wird 1:1 übertragen, diese Muster. Das heißt, es ist möglich, dass ich über weite Entfernungen in Echtzeit miteinander knutschen kann. Wenn ihr also schon immer mal euren Lieblingskollegen knutschen wolltet, wäre es sehr schön, wenn ihr euch den Kissinger bestellt, weil jetzt wird es wieder ethisch. Und das ist das Spannende an solchen Technologien. Es werden plötzlich ganz viele ethische Fragen aufgeworfen. Wenn ich jetzt über dieses Tool mit meinem Kollegen rumknutsch und es sich anfühlt wie echt, ist das jetzt Betrügen oder ist es noch Experimentieren oder tun wir das alles für die Forschung? Ich weiß es nicht. Und das ist das Spannende, was natürlich bei solchen Technologien auch passiert. Was passiert, wenn das alles wirklich wie real ist? Was passiert da? Ich setze noch einen drauf. Ich habe rechts die Teledeltonics und habe da den Hersteller Lovens genommen. Geht um Remote-Partnerschaften oder die sich lange nicht sehen. Das heißt, es gibt einmal einen Penisaufsatz und es gibt einmal das Teilchen für die Frau. Das heißt, wenn eine Remote-Beziehung ist in Zeiten von Corona und kann seinen Partner nicht sehen, dann passiert Folgendes. Wenn auf der einen Seite eine Bewegung kommt, wird die in Echtzeit über die Cloud auf jemand anderen übertragen. Wer das gerne ausprobieren will, es fühlt sich sehr echt an. Es ist sehr schön, ich habe es von einem Freund gehört. Aber darum geht's. Wir sagen immer, naja, das ist Virtual Reality und es fühlt sich ja nicht an und es wird nie wie echt sein. Ja, es wird vielleicht nie wie echt sein, aber es geht verdammt in die Richtung und es gibt verdammt viele Entwicklungen, die da hingehen. Alles das, was da steht, könnt ihr alles googeln, gibt's wirklich. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich erzähle Quatsch, tut es. Ja, und damit bin ich 5 Minuten vor Ende. Ich habe euch ein bisschen versucht abzuholen, so was sind die Basics.
was ist schon so der Business-Einsatz und wo dreht sich die ganze Welt hin? Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr überlegt, wie schnell Technologiefortschritt gerade passiert, geht das Ganze rasend schnell. Also stellt euch vor, Apple Glasses kommen raus, die sollen Ende 21, Anfang 22 kommen, sollen geschlagene $500 kosten. Wenn da einmal alle Apple-Jünger draufspringen statt der Uhr, hat plötzlich jeder diese komischen AR-Glasses. Und dann sind die da. Im ersten Schritt werden diese AR-Glasses nur Displays sein. Qualcomm, der Chiphersteller von quasi den iPhones und so weiter, von dem Mobiltelefon, arbeitet bereits dran, ein Brillengestell zu bauen, das die gleiche Rechenkapazität hat wie ein Smartphone. Das heißt, es wird irgendwann so sein, ich bestelle mir einfach einen Bügel und ich kann mir dann einfach entsprechend das hippe, stylische Modell, das ich gerne hätte, kann ich mir einfach draufklipsen und mein Handy ist durch eine Brille ersetzt. Da sprechen wir von in 10 Jahren ist der Plan. Des Weiteren gibt es so ein paar lustige Partnerschaften. Facebook hat eine Partnerschaft mit Ray-Ban eingegangen. Also das heißt, es wird vielleicht sogar stylisch das Ganze und es wird vielleicht sogar sich komplett in unseren Alltag integrieren. Wer das alles ganz cool findet, was ich so erzählt habe, der findet uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Also ihr dürft einen wählen, ihr dürft natürlich auch auf allen folgen. Auf unserem YouTube-Channel habe ich insgesamt, ich glaube, 70 Beispiele nochmal von Projekten, wo ihr aus allen Regionen oder aus allen Bereichen nochmal alles anschauen könnt. Wir haben weitere Veranstaltungen. Also wie gesagt, am 11.05. reden wir über AR, VR und Recht. Also so mit Kamera freigeben, Datenschutz, Recht am eigenen Bild. Darf ich den Kölner Dom einfach 1:1 visualisieren in die VR-Welt? Stellen und dann damit arbeiten oder darf ich ihn plötzlich abstrakt machen? All das sind Fragen, die wir da klären. Wir haben noch geplant Ethik und wir haben noch ein eigenes Event geplant für die Ausbildung. Termine sind noch nicht fest, deswegen stehen die so ein bisschen unter Vorbehalt noch da unten. Wem das alles zu viel ist, wir haben einen Linktree. Wer auf Instagram unterwegs sind, wir haben auch GIFs produziert. Wir haben irgendwie 2 Millionen GIF-Aufrufe mittlerweile. Wenn ihr quasi in Giphy einfach eingibt, XR habt nü, dann findet ihr lustige VR-Polonesen oder VR-Schlägereien, könnt ihr alles platzieren in euren Stories. Auch das haben wir gemacht. Das bin ich, also auf der rechten Seite, wer es nicht erkennt, und auf der linken Seite ist meine Kollegin. Und damit bin ich einmal durchgaloppiert. Ich bin 4 Minuten vor der Zeit fertig. Und weil ich immer als alter Fernsehkoch unterwegs bin, also das heißt, ich alter Tim Melzer, ich habe da für euch natürlich noch was vorbereitet. Das heißt, hier, wenn ihr in den Chat jetzt mal reinschaut, könnt ihr direkt quasi auf die Map, ihr könnt direkt die Präsentation, die ihr gerade gesehen habt, könnt ihr jetzt schon runterladen quasi mit einem Link. Ihr könnt euch direkt für das Recht-Event anmelden, ihr könnt euch direkt auf LinkedIn, Xing und Twitter mit mir vernetzen. Ich bin nicht die Julia Wittmann, das ist meine Kollegin, auch nochmal erwähnt. Ansonsten stehe ich jetzt noch für Fragen zur Verfügung und ich freue mich. Ich erwarte jetzt natürlich tosenden Beifall, Herz-Emojis, und wer nicht zufrieden war, schickt es bitte an wastebin@zollhof.de oder wie war das? Nein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Benni, für deine Zeit und ja, für diesen spannenden, unterhaltsamen Beitrag, Vortrag. Ich habe schon relativ viel gefragt, deswegen würde ich den anderen Teilnehmern erstmal den Vortritt lassen. Wer Fragen hat, gerne melden per virtuelle Hand. Ansonsten kommen hier schon die ersten Feedbacks in den Chats. Sieht sehr positiv aus, was mich natürlich auch sehr freut. Und Benni, denke ich, genauso. Ansonsten immer her mit den Fragen. Und es gibt keine doofen Fragen. Alle Fragen sind in Ordnung bei dem Thema. Es gibt einfach nur Lob, Benni. Das ist ja richtig, das ist ja fast... Das klingt jetzt so, als ob ich alles geklärt habe und wenn ihr neue Apps geschrieben habt, meldet euch einfach beim XR, dann machen wir eine Success-Story draus. Das freut mich. Genau. Sehr schön, freut mich. Verteilt ihr die Folien, kommt gerade. Ist im Link weiter oben im Chat, kannst du direkt runterladen. Genau, wenn du den Chat anschaust. Es wird auch nochmal eine Follow-up-Mail geben mit den Links, die Benni gerade in den Chat gepostet hat und weiterführendem Material. Wir haben die Veranstaltung aufgezeichnet und inklusive seiner PowerPoint-Präsentation, die wird dann eben auch noch zur Verfügung gestellt. Genau, da kriegt ihr sämtliches Material von heute nochmal zugesendet. Da braucht sich keiner Gedanken machen, dass da was hinten runterfällt. Korrekt.
Ganz genau. Zum Schluss möchte ich auch nochmal, was meine Kolleginnen auch gerade in den Chat gepostet haben, sagen, wir freuen uns immer über Feedback, nicht nur zu unseren tollen Speakers, sondern auch zu uns vom Organisationsformat, von diesem Know-How-Event. Gerne dazu auf den Link von Typeform klicken und uns ein kurzes Feedback geben. Genau. Ansonsten, der Feedback-Link wird auch nochmal in die Follow-up-Mail integriert und ja, so können wir uns nämlich auch stetig weiterentwickeln und verbessern. Ich bin jetzt schon gespannt, wie viele Panda-Bären jetzt in den Social-Media-Streams sind und wie viele Tiger. Also da bin ich jetzt echt gespannt. Ich bin es gewohnt, dass nach meinem Vortrag immer lauter Panda-Bären irgendwo in meinem Stream auftauchen. Die Irina hat gerade noch eine Frage gestellt, wo die Aufnahme von dem Event zu finden sein wird. Die wird auf YouTube veröffentlicht. Genau, das Event wird noch ein bisschen zugeschnitten und dann im Nachgang werdet ihr informiert per Follow-up-Mail, dass es online ist. Ihr könnt auch unsere Social-Media-Kanäle im Auge behalten, da promoten wir das dann auch nochmal. Genau, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gerne doch. Okay, es scheint mir so, dass sonst keine Fragen mehr offen sind. Ansonsten jetzt letzte Chance. Ich hoffe, ich habe nicht alle überfahren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Angst vor der Zukunft, seid aber auch irgendwie freudig erregt. Das war mein Ziel. Ich denke, dein Ziel wurde erfüllt. Ah, darf die Präsentation leider nicht runterladen. Ja, okay. Ihr verschickt sie ja sowieso nochmal, ne? Im Nachgang. Ja, okay. Und wenn nicht, fragt mich an oder fragt über den Zoll. Auf jeden Fall in der Follow-up-Mail dann nochmal drin. Und genau. Dann, wer Interesse an der PowerPoint-Präsentation hat, kann dem Benni dann nochmal direkt schreiben. Yes. Okay. Dann würde ich mich im Namen von Zollhof und vom Event-Team von euch verabschieden. Vielen, vielen Dank für eure aktive Teilnahme. Benni, vielen Dank für die tolle, positive Stimmung und für deinen interessanten Vortrag. War ein sehr schönes Event und ich freue mich darauf, den einen oder anderen beim nächsten wieder begrüßen zu dürfen. Ja, und bevor du hier einfach abschaltest, natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an den Zollhof, dass ich hier sein darf. Und natürlich auch, ich lasse hier gleich mal ein großes Herz da. Also ich hoffe, man sieht es. Ich hoffe, das hat geklappt. Danke für die Orga. Tolles Format, tolle Teilnehmer. Das sage ich immer, ne? Das ist auch so, ne? Tolles Publikum. Ja, war das beste Publikum, das ich je erlebt habe. So macht man das als Künstler meist. Also, ich war in vielen Städten in der Welt. In London, in Rio. Aber hier Zollhof Nürnberg, da ist einfach das beste Publikum. Ja, und zum Unterschied ne, zu den anderen Events, wenn du das immer sagst, hier stimmt es halt auch einfach, ne? Ja, hier stimmt es einfach, ganz klar. Okay, dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Abend und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.